Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Kiwi Policy Talk. Überschrift: Gemeinsam für den Klimaschutz, Perspektiven und Herausforderungen in der Forschungskooperation mit China. Der Talk ist zugleich Auftakt der DAAD-Netzwerkkonferenz Digital. Mein Name ist Herr Martin Viada. Ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und begrüße Sie ganz herzlich hier aus dem Auditorium Friedrichstraße in Berlin. Und ich begrüße auch diejenigen, die im Auditorium hier bei uns sind. An China, meine Damen und Herren, kommt keiner vorbei. Der rasante Aufstieg zu einer technologisch, wirtschaftlich, politisch und militärisch führenden Nation ist begleitet von einem, ja, man muss es so sagen, autoritären Staatsverständnis und einem Führungsanspruch, der auch die Wissenschaft berührt. Was haben uns jüngst die Enthüllungen um die Xinjiang Police Files bewegt? Westliche Politiker forderten auch hierzulande eine klare Antwort, weitere Aufklärung oder sogar einen grundsätzlichen Kurswechsel, mindestens in den wirtschaftlichen Beziehungen. US-Außenminister Blinken bezeichnete China als langfristig größte internationale Herausforderung. Es geht um einen Konflikt der Werte und Interessen. Es geht auch um die Frage, ob und wie Austausch und Kooperation in der Wissenschaft stattfinden können, ohne dass wir uns mit unseren eigenen Idealen und Werten verleugnen müssen. Wenn wir doch gleichzeitig wissen, gerade die Lösung der großen globalen Herausforderungen kann nur mit und sicherlich nicht ohne China gelingen. Das ist das Spannungsfeld für heute Mittag, das wir ganz konkret am Beispiel der Klimaforschung ausleuchten wollen. Und eins steht leider schon fest, einfache Antworten werden wir heute bestimmt nicht finden. Einfach sind verhältnismäßigerweise noch die technischen Hinweise, die ich Ihnen geben möchte, bevor wir starten. Sie können sich im Publikum hier vor Ort und online nachher sehr gerne beteiligen mit Fragen und Kommentaren. Das geht so: einerseits per Slido hier im Raum haben Sie Aufsteller mit QR-Codes. Da können Sie mit dem Handy, mit dem Tablet hingehen, abfotografieren. Oder Sie können direkt auf die Seite von slido.com gehen und dort den Hashtag PolicyTalkChina eingeben und dann Ihre Fragen, Ihre Kommentare mit uns teilen. Wenn Sie online dabei sind, ist es ungleich einfacher noch. Sie können einfach neben dem Livestream ins Fragefenster Kommentare, Fragen eingeben oder Sie können über Slido kommen, eben auch über den Hashtag PolicyTalkChina die Seite ansteuern. Wer Slido schon kennt, weiß, der große Vorteil dabei ist, Sie können nicht nur Fragen kommentieren, Sie können auch die Fragen und Beiträge anderer ranken. Das heißt, Sie können Daumen hoch machen. Das hat für mich als Moderator den Vorteil, ich sehe, wie viele Menschen im Publikum besondere Fragen besonders interessant finden. Also helfen Sie mir auch gern dabei. Nun aber freue ich mich auf die offizielle Begrüßung durch unseren Gastgeber, unsere Gastgeberin, nämlich die Begrüßung kommt von Dr. Muriel Helbig, der Vizepräsidentin des DAAD, die uns per Video zugeschaltet ist. Frau Helbig, bitteschön, Sie haben das Wort. Ja, guten Tag oder Moin aus Lübeck. Mir wurde gesagt, dass man mich gleich sehen wird auf dem großen Bild. Da das noch nicht der Fall ist, wollte ich noch einmal nachfragen, ob ich schon live geschaltet bin. Sie sind auf jeden Fall gut zu hören. Ah ja, wunderbar. Und jetzt auch zu sehen? Jetzt, richtig? Nein, noch nicht. Wir können Sie leider noch nicht sehen, aber wir können Sie bislang hervorragend hören. Na, dann nehmen wir doch das. Bevor es andersrum ist, nehmen wir lieber das. Ich freue mich sehr, dass ich heute zumindest zugeschaltet teilnehmen kann an diesem Kiwi Policy Talk. Möchte mich bei Ihnen, Herr Viada, für Ihre einführenden Worte bedanken und sehr herzlich begrüßen. Liebe Staatssekretärin Rauck, liebe Frau Fulda, lieber Herr Kemper, liebe Frau Szymanowski, liebe Frau Schröst, sehr geehrte Damen und Herren und liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der DAAD-Netzwerkkonferenz Digital, herzlich willkommen zu dieser heutigen Veranstaltung. China als Partner ökonomischer Wettbewerber und systemischer Rivale. So formulierte es die EU-Kommission in ihrem Strategiepapier EU-China Strategic Outlook im März 2019. Partner, ökonomischer Wettbewerber und systemischer Rivale. Was bedeutet dies für die internationalen Wissenschaftskooperationen mit China und was bedeutet es im Kontext einer außenwissenschaftspolitischen Realpolitik?
China ist ein bedeutender wissenschaftlicher Akteur. In vielen Bereichen sogenannter Schlüsseltechnologien, also beispielsweise Biotechnologie, Mikro- und Nanotechnologie, ist China in Bezug auf die absolute Anzahl der Publikationen sogar der bedeutendste wissenschaftliche Akteur. Und insbesondere im Bereich der Klima- und Gesundheitsforschung will China die internationale Zusammenarbeit explizit stärken. Es ist klar, dass gerade diese beiden globalen Herausforderungen, Klima und Gesundheit, nicht ohne China zu lösen sind. Bleiben wir konkret bei den Herausforderungen in Bezug auf den Klimaschutz. Chinas Anteil an den globalen CO2-Emissionen lag 2019 bei knapp 29% und war damit doppelt so hoch wie die CO2-Emissionen der USA, die bei einem weltweiten Anteil von rund 15% lagen und fast dreimal so hoch wie der Anteil der EU mit knapp 10%. Das bedeutet, dass China, die USA und die EU zusammen für mehr als die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. China, die USA und die EU-Staaten sind damit auch verantwortlich für die Lösungen, die so dringend benötigt werden. Mit China als Partner zusammenzuarbeiten, ist in dieser Frage also keine Entscheidung, sondern entscheidend. Gleichzeitig hat Chinas rasante Entwicklung und die unter Xi Jinping zunehmend selbstbewusste Artikulation eines weltweiten Führungsanspruches auch in der Wissenschaft eine kontroverse Diskussion entfacht. Eine Diskussion zwischen Werte- und Interessensorientierung, die auch und gerade bei akademischen Kooperationen intensiv geführt wird. Ich kann das von meiner eigenen Hochschule nur bestätigen. Die Diskussion sorgt an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen für Unsicherheiten. Unsicherheiten darüber, wie in der konkreten Kooperationspraxis mit diesem Spannungsverhältnis umgegangen werden und Handlungsfähigkeit erhalten bleiben kann. Und Sie sagten es eben, Herr Viada, einfache Antworten wird es da nicht geben. Und dann kam auch noch Corona. Mit Covid-19 ist zusätzlich zu den eh bestehenden Unsicherheiten auch noch die physische akademische Mobilität von Deutschland nach China zum Erliegen gekommen. Schrumpfende Räume für offenen Dialog, politische Einflussnahme auf Lehre und Forschung und restriktivere Gesetzgebung mehren die Sorge, ob partnerschaftliche Kooperationen auf Augenhöhe mit China weiterhin möglich sind. Schließlich müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Wissenschaftsmanagerinnen und Manager zunehmend auch die politische Dimension von Kooperationen bedenken, das Risiko für die eigene Reputation und die eigene Hochschule. Und das waren wir nicht unbedingt gewohnt. Und der damit verbundene Aufwand, zum Beispiel für das Einführen von Compliance-Prozessen, bindet personelle und finanzielle Ressourcen. Die zentrale Herausforderung ist daher, einen Handlungsrahmen zwischen dem zentralistisch-autoritären China und Deutschland als liberaler Demokratie abzustecken. Und wie steht der DAD dazu? Der DAD steht für den internationalen Austausch, auch mit Ländern, in denen die Rahmenbedingungen komplex sind. Wir sind überzeugt, dass deutsche Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler China-Erfahrungen brauchen. Und wir sind überzeugt, dass deutsche Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Kompetenz brauchen, Zukunftstrends in China zu erkennen und zu verstehen. Und wir sind überzeugt, dass Deutschland chinesische Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler braucht im Wettbewerb um internationale Talente und zur Diversifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Und gleichzeitig braucht auch China zur Stärkung des eigenen Wissenschaftssystems Kooperationen mit internationalen Partnern. Kooperationen mit China sind in diesem Sinne nicht naiv, sondern informiert und sensibilisiert abzuwägen. Das ist das Fazit. Wir brauchen einander und wie wir kooperieren, muss informiert und sensibilisiert abgewogen werden. Und dabei unterstützt der DAD. Der DAD bietet vor Ort in China seit über 25 Jahren Beratung und Betreuung für Studierende, Promovierende, Forschende, Lehrende und Hochschulen an. Und der DAD bietet auch Unterstützung hier vor Ort in Deutschland, zum Beispiel über das KIWI. KIWI steht dabei für Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperation.
ist also nicht nur für China, sondern alle internationalen Kooperationen zentrale Anlaufstelle für deutsche Hochschulen. Die Expertise aus dem DAD-Außennetzwerk, heute hier anwesend, und der Zentrale in Bonn ebenfalls, fließen in die Beratung und Dialogformate des KIWI mit ein. Und KIWI ist heute Ihre Gastgeberin, also Ausrichter dieser Veranstaltung. Und die heutige Veranstaltung, der Policy Talk, gemeinsam für Klimaschutz, Perspektiven und Herausforderungen in der Forschungskooperation mit China, steht nicht allein. Denn die Veranstaltung und die Podiumsdiskussion markieren zudem den Auftakt der DAD-Netzwerkkonferenz digital. Und diese DAD-Netzwerkkonferenz wiederum gibt deutschen Hochschulen die Möglichkeit, sich mit den Leiterinnen und Leitern der DAD-Außenstellen und Informationszentren auszutauschen. Diese Tagung findet alle 2 Jahre statt, dauert 2 Wochen, und diese 2 Wochen lang gibt es Informationen und Austausch zu internationalen Hochschulmärkten, zu Internationalisierungs- und Marketingthemen sowie zu DAD-Programmen. Also wer diese Konferenz noch nicht kennt, sollte sie unbedingt kennenlernen. Aber zurück zur heutigen Veranstaltung. Beispiel der globalen Herausforderung Klimawandel nehmen wir heute den Diskurs in einem Dreiklang auf. Einem Dreiklang aus den Erfahrungen der fachlichen Zusammenarbeit, den erlebten Herausforderungen sowie der Learnings und Chancen deutsch-chinesischer Kooperation. Sind Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Politik dabei, und auch Sie, das wurde eben schon gesagt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Ich bin gespannt. Danke für Ihr Interesse, Ihre Bereitschaft mitzuwirken. Wünsche sehr spannende Diskussionen, und ich glaube, dann sagt man an dieser Stelle zurück nach Berlin. Herzlichen Dank nach Lübeck, sagt man dann. Frau Helbig, herzlichen Dank für die Einführung. Ja, Frau Helbig hat eben schon mein Panel vorgestellt, kurz namentlich genannt. Ich freue mich, dass Miranda Schröers bei uns ist. Ich freue mich, dass Frank Kemper bei uns ist. Ich freue mich, dass Simone Fulda bei uns ist, Cornelia Haug, und zugeschaltet aus Peking, jetzt sage ich wieder live aus Peking zugeschaltet, Ruth Szymanowski. Ja, wir wollen über Klimaschutz sprechen und über die Zusammenarbeit mit China. Es gibt keine einfachen Antworten, aber nach Antworten wollen wir nichtsdestoweniger suchen. Frau Schröers, Professor Dr. Miranda Schröers, Sie sind US-Amerikanerin, Inhaberin des Lehrstuhls für Umwelt- und Klimapolitik an der TU München, seit 2007 an deutschen Universitäten, zunächst an der FU in Berlin. Frau Schröers, wie wichtig ist China für Ihre wissenschaftliche Arbeit? Wir haben es gerade von Frau Helbig auch gehört. China ist zentral. Wir würden die Klimaprobleme ohne China nicht lösen können. Ich sage meinen Studierenden immer, China wird entscheiden, ob wir bei dem Klimawandel uns vernünftig reagieren können oder nicht. Deshalb ist die Zusammenarbeit für mich total zentral. Und ich glaube, aus anderen Gründen auch, weil wir merken, dass international, wir haben ziemlich viel Tensions, was sich entwickeln. Und Umwelt ist immer ein Bereich, auch zwischen Ländern, wo es schief läuft, wo man Krieg hat, wo man das tiefste von Problemen hat, immer noch reden können. Umwelt ist wirklich ein tolles Thema, um der Zusammenarbeit zu behalten in Phasen, wenn der internationale Beziehung schlecht geht. Und meine Hoffnung ist, dass wir können mit dem Klimawandel gleichzeitig dann diese Beziehung mit China stärken, behalten und dieses super wichtige Problem angehen. Sagen Sie vielleicht mal 1, 2 Beispiele für, wie Sie sagen, tolle Möglichkeiten zur Kooperation. Ganz konkret, wo Sie zusammenarbeiten mit chinesischen Partnern. Ja, wir haben in den letzten Jahren oft einmal durch das China Council for International Cooperation on Environment and Development zusammen mit Akademikern und Politiker gearbeitet, dass wir nehmen Wissen aus unserer Uni-Arbeit zum Klima, was kann man machen, und wir machen Empfehlungen damit zu der chinesischen Regierung. Und dadurch, ich weiß, dass wir haben schon in der Vergangenheit oft einmal geholfen mit Entwicklungen von neuen Gesetzen in China, und damit kann man ziemlich viel Einfluss dann ausüben, ne? Wenn ein Regierungswechsel stattfindet innerhalb eines Ministeriums, oder wenn man
große Katastrophen in China hat, dann hat man immer offene Türen für neue Konzepte und Ideen. Und mit solcher Zusammenarbeit schafft man es auch. Wir haben ein Beispiel, war die Umweltministerium ist begründet genau nach einem von diesen Katastrophen, wenn innerhalb dieser China Council for International Environmental Cooperation wir empfohlen haben, man muss das Umwelt in eine höhere Stufe in das Regierung setzen. Es ist auch dann gemacht gewesen. Also ich glaube, das sind viele Chancen und ich glaube, dass Zusammenarbeit mit den Universitäten ist da zentral, weil die Ideen kommen aus den Universitäten. Das, was Sie gerade argumentieren, ist ja im Grunde auch mit das Motto des DRD, Wandel durch Austausch. Jetzt ist es aber so, dass viele mehr und mehr zweifeln an diesem Motto. Wenn man zum Beispiel denkt, die Debatte, die begonnen hat oder nochmal verstärkt worden ist durch die Veröffentlichung der Xinjiang Police Files. Was hat das für Sie bedeutet oder was sind da Ihre Gedanken gewesen, als das aufkam? Ja, natürlich furchtbar. Ne? Es ist ein großes Problem, aber ich würde trotzdem dabei bleiben, der Kontakt bleibt wichtig. Und ohne Kontakt ist der Gefahr, dass es entwickelt sich noch in eine schlimmere Richtung. Man hat, wenn ein System ziemlich geschlossen wird, immer die Angst, dass man keine andere Information bekommt. Und durch das Austausch hat man mindestens eine Möglichkeit, neue oder andere Ideen in der Diskussion mit einzubringen und auch unsere Meinung zu was entwickelt, zu äußern. Es ist vielleicht nicht gewünscht, aber es ist auch wichtig, dass es gesagt wird. Herzlichen Dank erstmal. Professor Dr. Frank Kemper, Sie sind Bauingenieur und Professor an der TH Lübeck. Sie waren oder Sie sind deutscher Dekan oder waren beim Aufbau des Deutsch-Chinesischen Instituts für angewandte Ingenieurwissenschaften seit 2016 Dekan vor Ort in China, haben dort den Aufbau mit begleitet und Sie leiten zudem eine Forschungsgruppe im Bereich Windingenieurwesen und erneuerbare Energien an der RWTH Aachen. Aufbau des Chinesisch-Deutschen Instituts, schon 2016 natürlich komplexe Zeiten. Warum haben Sie sich darauf eingelassen, zu sagen, ich gehe nach China, ich mache das in diesem Spannungsfeld, was auch damals schon da war? Ja, ich habe das gemacht schon 2014, da gab es so ein Vorprogramm und da ging es eigentlich für mich nur darum, mal für 3 oder 4 Wochen nach China zu gehen, dort Lehre zu machen. Wenn man vorhat, den akademischen Weg zu gehen, ist das auch eine schöne Chance und eine gute Gelegenheit. Und ich habe dann einfach sehr schnell festgestellt, dass sowohl die deutschen Kollegen, die in der China-Kooperation arbeiten, von der TH Lübeck, als auch die chinesischen Kollegen vor Ort mit sehr viel Engagement dabei waren. Und man hat gemerkt, die wollten was zusammen machen, die kannten sich schon länger, ich kam neu dazu. Und so bin ich dann dabei geblieben, weil ich gesagt habe, das ist ein tolles Team und hier möchte man ja was verbessern. Und zwar Ingenieurausbildung verbessern, denn dort hat China nach eigenem Bekunden Nachholbedarf gehabt, was die Art und Weise der Ingenieurausbildung anging. Was hat da die deutsche Seite von gehabt, dass die Chinesen Nachholbedarf haben bei der Ingenieurausbildung? Was war der deutsche Gewinn? Naja, für uns ist natürlich der Gewinn der schon beschriebene Austausch. Wir wollen ja genauso unseren deutschen Studierenden das Angebot machen können, so wie ich davon profitiert habe, nach China zu gehen, wollten wir das natürlich auch unseren deutschen Studierenden zukommen lassen, weil wir einfach der Meinung sind, das wurde auch schon häufig gesagt, es geht natürlich nicht ohne China und es ist deshalb wichtig, dass wir auch bei uns Verständnis und Kompetenzen aufbauen. Und sowieso, gerade für die Bauingenieure kann ich das auch sagen, es tut auch gut, wenn man den Blick mal öffnet und mal ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt. Das Bauwesen ist häufig sehr lokal organisiert und da ist das einfach eine tolle Chance, muss man klar sagen. Inwiefern spielen im Austausch mit den chinesischen Partnern so Fragen nach Werten, unterschiedliche Sichtweisen auf Fragen von Menschenrechten eine Rolle oder blendet man das aus? Diskutiert man das nicht unter Kollegen? Also es gibt bestimmt Menschen, die das stärker ausblenden und es gibt welche, die das weniger stark ausblenden. Nach meiner Erfahrung, ich habe ja auch viele Expats kennengelernt, die in China leben, hat das auch ziemlich stark mit den Abhängigkeiten zu tun. Ich bin deutscher Beamter, ich bin nicht von China in irgendeiner Weise abhängig.
sodass ich nicht dazu gezwungen war, mich in irgendwelche Regularien zu halten, was Unterdrückung meiner eigenen Meinung anging. Und das habe ich auch nicht getan. Ich habe diese Kooperation so gelebt mit dem Verständnis, ja, wenn man mit uns kooperieren will, dann muss man auch Leute wie mich und andere Kollegen aushalten, die auch Fragen stellen, ja, und die vielleicht auch andere Perspektiven einbringen wollen, weil das ist doch das, was unsere Hochschullandschaft ausmacht. Ja. Was für Fragen stellen Sie da zum Beispiel? Ja, ich stelle zum Beispiel die Frage nach den Menschenrechten nach Hongkong. Ich bin 2019 nach Hongkong gereist mit meiner Familie. Hat man mir sehr davon abgeraten, das zu machen, weil es gerade ein wenig chaotisch ist. Und wir haben es gemacht und wir haben dann auch, wie ich finde, den Finger so ein bisschen in die Wunde legen können, weil ich habe mich mit den Leuten auf der Straße unterhalten, warum sie da sind. Ich habe gesehen, dass das friedliche Menschen mittleren Alters sind, die sich Sorgen um steigende Finanzen machen, aber die jetzt nicht irgendwie einen Systemumsturz geplant hatten oder im Sinn hatten. Ja, es ging um legitime Anliegen und das wird ja in China ganz anders dargestellt. Ja, und solche Dinge anzusprechen, das ist ja gerade nur möglich, wenn wir dort sind. Sie haben mir im Vorfeld den Satz geschickt, wir sollten den Austausch auf allen Ebenen anstreben bzw. anbieten, auch wenn es zunehmend schwer fällt. Das ist natürlich ein Satz, der ist relativ ohne festes Wenn und Aber. Gibt es ein festes Wenn und Aber an der Stelle? Ich will jetzt nicht von roten Linien sprechen, aber zum Beispiel die Police Fights, die Xinjiang Police Fights, ist das nur another bump in the road oder gibt es irgendwann einen Punkt, wo man sagt, also so oder nicht? Das ist natürlich etwas, diese ganze Kooperation, die hängt von einzelnen Persönlichkeiten ab. Wir machen natürlich institutionell Vereinbarungen, wir haben Organisationen, die sich um die Ausgestaltung der Randbedingungen kümmern, aber am Ende sind es doch einzelne Akteure und die werden häufig dann eben auch individuell entscheiden. Ist das jetzt für mich zu viel oder kann ich noch sehen, es hat noch die Chance auf Besserung insgesamt? Oder ich kann dazu beitragen, dass wir gewisse Korridore offen halten. Das wurde gerade so schön gesagt. Ich sehe das ganz genauso, dass Klimapolitik, Naturschutz, das sind Themen, die sind genauso erkannt in China. Ja, und ich habe bis vor kurzem noch sehr deutlich gedacht, das ist unsere Chance, dass wir in Verbindung bleiben. Bis vor kurzem, weil natürlich die politische Lage sich immer weiter verändert und nicht im Vorteil für die deutsch-chinesische Kooperation. Was denken Sie jetzt, seit nicht mehr bis vor kurzem? Jetzt denke ich, dass es sicherlich mehr Menschen gibt, denen es noch schwerer fällt, diese Kooperation aufrechtzuerhalten. Also ich spreche damit den Angriffskrieg auf die Ukraine an und die Haltung des chinesischen Systems und der Personen, auch mit denen wir ja zu tun haben. Ja, wir müssen nicht, wenn wir kooperieren, erstmal nach politischer Meinung fragen. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn es doch offenkundig wird, weil wir eben uns auch informieren oder auch Informationen bekommen, wie dort die Meinungen und Haltungen sind, dann kann man das natürlich auch nicht ausblenden. Herzlichen Dank erstmal. Gerne. Frau Professor Dr. Simone Fulda, Medizinerin, seit 2020 sind Sie Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Vorher waren Sie unter anderem Vizepräsidentin für Forschung der Goethe-Universität und 6 Jahre Mitglied des Wissenschaftsrats. Sie sagen, Universitäten müssen internationale Wissenschaftskooperationen mit China proaktiv gestalten, um unter komplexen geopolitischen Rahmenbedingungen erfolgreich agieren zu können. Was heißt denn das konkret für die Universität Kiel? Ja, also ich möchte gerne hier in die Diskussion, insbesondere als Universitätspräsident, die institutionelle Perspektive auch einbringen. Also die Frage ist, welche Verantwortung haben auch Universitätsleitungen bei der Gestaltung von diesen Handlungsspielräumen in diesem Spannungsfeld von Chancen und Herausforderungen? Wir haben ja viele von diesen Chancen und Herausforderungen eben schon gehört. Ich möchte da gerne nochmal dieses Feld, dieses Spannungsfeld so ein bisschen aufreißen. Wir haben die Chancen, also wir haben gehört, China ist eine ganz wichtige Wissenschaftsnation. Die kann man jetzt nicht ignorieren. Also Spitzenforschung in und aus China spielt eine ganz wichtige Rolle in unserem globalen Wissenschaftssystem. Wir haben auch gehört, dass wir die globalen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie zum Beispiel die Klimakrise, nur mit China und nicht ohne China auch lösen können.
Und wir haben auch gehört, dass natürlich die chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Studierenden, ganz wesentliche Akteure auch im internationalen Wissenschaftssystem sind. Und wir haben von den Forscherinnen und Forschern gehört, es ist ja der Erkenntnisgewinn. Wir wollen neue wissenschaftliche Erkenntnisse auch erlangen. Und wir wissen, dass in Deutschland ja auch die Wissenschaftsfreiheit und auch die Freiheit in Forschung und Lehre Verfassungsrang hat und damit auch letztendlich ein ganz, ganz, ganz hohes Gut ist. Das sind die ganzen verschiedenen Chancen, aber auch die ganzen Risiken haben wir auch schon gehört. Zunehmende Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Die Möglichkeit, dass auch wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur zu zivilen Zwecken, sondern auch zu militärischen Zwecken eingesetzt werden können. Die Menschenrechtsverletzung, gerade auch in jüngster Zeit. Und aber auch natürlich die Tatsache, dass auch geopolitische Ziele der Wissenschaftsfreiheit oder der Wissenschaftsfreiheit irgendwie vorgesetzt sind. Also eine ganze, ganze Reihe von verschiedenen Risiken und Herausforderungen. Da sagt man doch als Hochschulleitung, ich sitze da mitten in all diesen Risiken, genau. Herausforderungen und nun? Genau, das ist jetzt so die Frage. Was ist jetzt die besondere Rolle auch der Hochschulen? Und die Hochschulen müssen hier ganz klar auch proaktiv Handlungs- und Gestaltungsräume geben. Was heißt das jetzt proaktiv? Die Hochschulen sind aus meiner Sicht auch gefordert, Leitlinien und Leitplanken für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für die Studierenden an der eigenen Institution auch aufzuzeigen. Das heißt zum Beispiel, dass es klare auch Verfahren und Verantwortlichkeiten gibt, wenn es zum Beispiel um die Frage wissenschaftliche Kooperation mit welchen Institutionen, sind das jetzt zum Beispiel Universitäten, die auch nahe an militärischen Anwendungen sind, also wo sind sozusagen, ich sage jetzt mal, eine Art von roter Liste von Institutionen, aber auch für die Studierenden, was ist jetzt auch bei den beim Austausch jetzt in China zu beraten, zu beachten, also Leitlinien setzen. Zweitens ist es ganz wichtig, dass die Hochschulen auch eine klare, eine starke Governance haben und auch ein professionelles Management von diesen Kooperationen. Und last but not least, es ist wichtig, dass die Hochschulen auch China-Kompetenz an ihre Mitglieder, an die Studierenden und auch Wissenschaftler vermitteln. Und da spielen die China-Zentren auch eine wichtige Rolle. Und da komme ich jetzt auch nochmal zu einer auch besonderen Rolle der Kieler Universität. Die Kieler Universität ist nämlich seit Start der China-Zentren an deutschen Universitäten eine der Gründungsmitglieder. Und diese China-Zentren sind jetzt zukünftig noch stärker gefordert, weil sie nicht nur sprachliche Kompetenzen und kulturelle, interkulturelle Kompetenzen vermitteln, sondern auch Wissen über die derzeitige Situation in China. Das heißt, dass also das Wirkspektrum der China-Kompetenzen muss ausgeweitet werden. Ich wollte gerne noch mal nach den Leitplanken fragen, die Sie erwähnt haben. Auch Sie haben darüber gesprochen, man muss hinschauen, Kooperationen mit Hochschulen, die vielleicht auch nah dran sind an Militäreinrichtungen, Militärforschung. Da gab es jetzt ja ein Rechercheprojekt von der Süddeutschen, zusammen mit dem Deutschlandfunk und anderen, wo eben rausgekommen ist, dass eine ganze Menge auch deutsche Hochschulen Partnerschaften haben, wo irgendwie das Militär auf chinesischer Seite mit dabei ist. Oft wusste man das vielleicht gar nicht oder wollte es man nicht so richtig wissen. Was heißt denn das, wenn sowas rauskommt? Was heißt das für eine Leitplanke einer Universität, die Sie gerade beschreiben? Heißt das dann Schluss? Naja, also bezüglich der Leitplanken geht es ja erstmal darum, dass man auch proaktiv diese Handlungsspielräume schon gestaltet. Also dass man sozusagen dort auch nochmal deutlich macht, dass es in China Universitäten gibt, wo es eine ganz, ganz enge auch Zusammenarbeit und eine Verbindung auch mit entsprechenden militärischen Einrichtungen gibt. Das ist ja etwas, was in Deutschland in dieser Art und Weise nicht so vorhanden ist. Das heißt, überhaupt erstmal vorher schon auch deutlich machen, dass man im Prinzip halt Kooperationen mit solchen Universitäten eingibt, wo halt nicht diese direkte Verbindung auch zum Militär ist. Das heißt es jetzt, Weiß man das denn immer so genau? Naja, also es gibt ja klar zum Beispiel eine Liste, es gibt diese Seven Suns, also es gibt einfach eine Liste von Institutionen und Universitäten, wo diese Verbindung bekannt ist. Und das heißt, da ist es natürlich bei der Gestaltung von diesen Kooperationen gilt es, darauf auch hinzuwirken, dass überhaupt dieses Wissen vorhanden ist, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Studierenden jetzt bei ihren Aufenthalt, dass überhaupt das Wissen und zum Beispiel bei der Auswahl von Kooperationspartnern auch darauf achten.
Herzlichen Dank. Ruth Szymanowski, Sie leiten die DAAD-Außenstelle in Peking. Sie arbeiten seit über 20 Jahren für unterschiedliche deutsche Organisationen in China. Und Sie haben mir im Vorfeld geschrieben, ich glaube, es gibt niemanden, der oder die nicht der Überzeugung ist, dass Deutschland und China im Bereich des Klimaschutzes enger zusammenarbeiten sollten. Das fand ich einen recht deutlichen Satz, dass es niemanden gibt, der nicht dieser Meinung ist. Glauben Sie das wirklich? Also gerade in der heutigen Zeit, dass es da nicht doch eine ganze Menge Leute die gibt, die sagen, das wollen wir so nicht, selbst wenn es wichtig ist? Ja, vielleicht etwas provokant. Niemand ist ein bisschen sehr absolut formuliert. Letztendlich ist das, was meine Vorrednerinnen und Vorredner ja schon gesagt haben. Dadurch, dass China so einen großen Anteil an den CO2-Emissionen hat, ist es klar, dass wir an China nicht vorbeikommen. Und ich denke, selbst die Skeptiker grundsätzlicher Natur gegenüber einem Engagement mit China denken, dass der Klimaschutz etwas ist, wo wir wenigstens auch wirklich ganz stark ein eigenes Interesse dran haben. Das meinte ich damit. Also wenn jemand schon sagt, wir sollen nicht in bestimmten technischen Bereichen zusammenarbeiten, weil es eben Dual-Use-Problematiken gibt. Also beim Klimaschutz, ich denke, das ist der kleinste gemeinsame Nenner aller China-Kenner, die eben über deutsch-chinesische Zusammenarbeit nachdenken. Das war damit gemeint. Sie haben ja auch gleichzeitig eine Bedingung gestellt. Sie haben gesagt, die Zusammenarbeit mit China ist komplex, auch im Bereich Klimaschutz. Dafür braucht es finanzielle und personelle Ressourcen. Jetzt frage ich umgekehrt, wenn die Zusammenarbeit so komplex ist und nicht genug finanzielle und personelle Ressourcen da sind, was bedeutet denn das für die Qualität einer solchen Zusammenarbeit oder vielleicht auch für die Risiken einer solchen Zusammenarbeit? Genau, also das war so ein bisschen das Abwägen, dass bloß weil man Klimaschutz als Thema hat, hat man immer noch die Problematik und die Komplexität. Das war das damit gemeint. Und tatsächlich, wenn es kein Geld gibt, dann muss man das beenden. Also ich bin jemand, der sich sehr dafür einsetzt, auch mal Mut Nein zu sagen, wenn man das Gefühl hat, wir kommen hier nicht weiter, wir müssen hier zu viel investieren, zu viel diskutieren, da kommt nichts bei für uns rum als Hochschule oder als Forschungsinstitution. Ich denke, jetzt ist schon der richtige Zeitpunkt, dann zu sagen, okay, wir haben hier 20 Jahre lang toll zusammengearbeitet, lass uns das beenden. Das kann man durchaus heutzutage guten Gewissens machen. Ohne Geld geht das leider nicht. Warum? Ich brauche personelle Kapazitäten, ich brauche finanzielle Kapazitäten. Es geht einfach nicht. Ich muss die Gesetzeslage in China und in Deutschland kennen. Ich muss am besten eben Leute auch vor Ort haben. Ich muss mich auch engagieren. Also ich meine, wir sind ja längst über den Punkt hinweg, wo wir sagen, ah toll, es kostet uns nicht, mit China zusammenzuarbeiten, weil China bezahlt alles, um Gottes Willen. Das wollen wir nicht. Wir müssen in China unser eigenes Geld, unsere eigene Person vor Ort haben. Das war der Grund, weshalb ich das genannt habe. Inwiefern sehen Sie in der Entwicklung der vergangenen Jahre eine Verschlechterung, Verschärfung der Bedingungen, angefangen mit Debatten in Deutschland über die Konfuzius-Institute, über die Xinjiang oder bis hin zu den Xinjiang Police Files? Inwiefern verändert das auch Ihre Einschätzung der Kooperation zwischen Deutschland und China? Ja, also die Debatte um die Konfuzius-Institute ist durchaus berechtigt, wobei ich denke, wenn wir da eine starke Finanzierung und eine Synergie haben oder wie es gerade von der Universität Kiel hieß, wenn wir unsere China-Zentren stärken, ich glaube, dann braucht man sich nicht so viel Sorgen zu machen, dass wir alle hier in Deutschland nur noch der Propaganda der Kommunistischen Partei verfallen. Von daher denke ich, ist das nicht so das Schwierige. Was hier tatsächlich am allerschwierigsten ist, und das ist nichts, was schnell vorübergeht, das hat Herr Kemper gesagt, die Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung, die geht nicht so schnell weg. Das heißt, das ist unsere ganz, ganz große Herausforderung. Das hat eben die letzten 3 Jahre extrem viel Vertrauen kaputt gemacht. Es hat extrem viel an funktionierendem Dialog kaputt gemacht. Und ich meine, klar, ich sitze jetzt hier in Peking vor Ort und ich leide sogar persönlich seit 3 Jahren unter diesen Maßnahmen. Aber das ist tatsächlich das, was wir hier alle sehen und perspektivisch auch so beurteilen. Das ist natürlich ein Problem. Wenn es so physisch abgeschottet ist, dieses Land, mit so einer extrem digitalen Überwachung, dann haben wir es viel, viel schwieriger jetzt als noch vor 3 Jahren. Hat das Land vielleicht gar nicht mehr so das große Interesse an dem Austausch, den wir vielleicht ihm unterstellen? Immer, wir fragen ja immer nur, was wollen wir für China? Wie wollen wir uns China gegenüber verhalten? Vielleicht ändert sich das Verhalten Chinas uns gegenüber auch gerade sehr stark? Naja, also
Internationalisierung ist für China offiziell immer noch die richtige Strategie. Die hat ja 40 Jahre lang im Bildungssystem und auch im Wissenschaftssystem hervorragend funktioniert. Wir schicken junge Chinesen raus, holen sie zurück, wir investieren, wir holen uns ausländische Experten ins Land. Also diese Politik ist jetzt nicht abgeschafft, aber sie hat nicht so eine starke Priorisierung wie die Null-Covid-Strategie, das muss man ehrlich sagen. Und tatsächlich sehen wir auch, dass China selektiv nur noch offen ist. Es gibt ja durchaus Bereiche, ich glaube, das sagte unsere Präsidentin im Grußwort, wo China schon Technologieführer ist. Und da ist es extrem schwierig, auch Interesse in China zu erwecken. Da wollen sie dann eventuell nicht mehr so gerne mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, das, was wir uns versprechen, Zugang zu Informationen, zu Technologie, zu Innovationen, da schottet China auch ab, ja, in der Tat. Das ist natürlich sehr spannend, dass China so lange auf Offenheit des Austausches gepocht hat, wie China einen technologischen Gewinn davon haben konnte oder es in Bereichen immer noch tut, aber umgekehrt, wenn China einen Vorsprung hat, plötzlich sehr zugeknöpft wird an der Stelle, was ja auch interessant ist, wenn wir über die Gestaltung unserer Beziehungen nachdenken. Vielleicht zu viel erstmal, Frau Szymanowski, ganz herzlichen Dank. Ich komme damit zu Cornelia Haug, seit Dezember 2021 beamtete Staatssekretärin im BMBF, vorher über viele Jahre Abteilungsleiterin. Sie haben ja auch einen Satz geschrieben, unter anderem dort, wo Forschungskooperation missbraucht und wo gesetzliche Bestimmungen wie das Außenwirtschaftsrecht, zum Beispiel inklusive Dual Use, missachtet werden, muss dies Konsequenzen für das eigene Handeln haben. Da habe ich mich wieder gefragt, Frau, woher wissen wir das denn immer eigentlich so genau? Mein Eindruck ist, wenn wir Glück haben, gibt es ab und zu mal Rechercheprojekte von Journalistinnen und Journalisten, die Dinge rausfinden, dann äußert sich die Öffentlichkeit geschockt über die Dinge, die rauskommen, auch die Wissenschaft äußert sich geschockt. Man kann den Eindruck bekommen, das wussten wir ja alles gar nicht, aber dann werden harte Konsequenzen gefordert. Also insofern, der Satz stimmt ja, Frau Haug, aber tun wir genug, um wirklich zu wissen, wo die Probleme liegen? Ich glaube, da unterschätzen Sie ein wenig das deutsche Staatsgefüge, wenn Sie annehmen, wir wüssten nicht, was in anderen Ländern passiert. Und wir nehmen sehr wohl wahr, was in China passiert. Und wir haben ja auch im Vorgespräch, ich weiß, dass Sie hier eine bunte Diskussion wollen und eine interessante Diskussion. Und deswegen nehme ich jetzt mal eine andere Haltung ein, als Sie es bislang gemacht haben. Vielleicht noch ein bisschen zur Vorbemerkung. Auch ich bekenne mich persönlich zur internationalen Kooperation. Ich kann mir eine Welt ohne Kooperation nicht vorstellen. Und wir sind so. Und Freiheit von Wissenschaft, haben Sie schon angesprochen, das ist tief in unserer DNA drin. Und in der ganzen Kooperation unseres Hauses merkte ich immer und merke ich auch heute noch, dass wir auf dieses Konzept setzen. Wir fangen an beim Schüleraustausch, wenn wir davon überzeugt sind, wenn Menschen sich mal begegnet sind, dann entsteht da was auch für Völker. Und in der Wissenschaft, dieser Begriff Science Diplomacy ist in allen bekannt. Und bei uns ist immer der Spruch, Wissenschaft geht als letztes raus aus einem Land und geht als erstes wieder rein. So. Also mit dieser Haltung finden Sie das Ministerium und finden Sie mich auch vor. Aber wir haben es jetzt bei China mit einem komplett anderen Partner zu tun. Und dem ist das vollkommen wurscht und schnups, was wir hier an Philosophien haben und Denken haben. Ja. Und man muss noch mal ein bisschen, glaube ich, auch verstehen, also wo kommt jetzt dieses Land her, wo steht es gerade? Für mich ist das gerade eines der Systeme auf der Welt, wo die staatliche Kontrolle nicht nur von Universitäten, von Wissenschaftlern, von Menschen an sich in einer Form ausgeprägt ist, wo wir es nirgendwo anders auf der Welt in diesem Extrem haben. Vielleicht noch in Nordkorea. Ja, die sind die nicht so ganz so wichtig wie wir und die Technik ist dort nicht so gut wie in China. Und dann kommt, glaube ich, noch hinzu, dass das System, ich kann nicht sagen die Menschen, das System in China sieht, was in Russland jetzt passiert ist über die Jahre hinweg. Ja? Und das finden die gar nicht gut, dass Russland zerbröckelt ist. So. Und das Interesse des Staates ist, dieses China zu halten. Ich will es nicht von Expansion, aber es zu halten, es unter Kontrolle zu haben. So, und daraus folgendes nächste Staatsziel ist Souveränität für dieses Land in allen Bereichen, wo es irgendwie geht. Das ist die Motivationslage und auf die treffen wir jetzt hier.
So, und diese Motivationslage heißt im praktischen Geschehen, also auch wenn Sie im Umweltbereich mit den kooperieren, das ist Interesse, ist Technologie absaugen. Und zwar nicht aus einer guten Menschphilosophie die Welt zu retten, sondern technologische Souveränität zu haben und Weltmärkte damit zu dominieren. Ja? Wenn Sie mit Ihren Kollegen reden, Wissenschaftler, Sie können doch mit keinem Wissenschaftler mehr unter vier Augen reden. Das machen Sie mir nicht mehr weiß. Wir müssen anmelden, wenn wir mit denen reden wollen oder wie auch immer. Da sitzen immer welche dabei, die kontrollieren. Und jeder chinesische Wissenschaftler, der hier ist, und jeder Student, der hier ist, ist eingebunden in ein System des Reportings zurück ins Militär. Da können Sie sich sicher sein, auch wenn die nicht auf der Liste stehen. Ja? Und das ist einfach unter Kontrolle. Und auch hier kann keiner, wenn wir meinen, wir bilden da Netzwerke und ist alles ganz schön. Ich glaube nicht mehr daran, muss ich ganz deutlich sagen. So. Und deswegen völlig, also ich finde von uns aus klare Kante, das würde ich meinen chinesischen Lehrern auch so sagen, natürlich weiterhin Kooperation, aber nur da, wo uns nichts mehr passiert, das auch im Umweltbereich ist, das für mich waren Modelle noch, Themen noch wie Klimamodellierung, wir machen Atmosphärenforschung und Ökonomie und Soziologie, das sind nochmal wichtige Bereiche. Aber auch da ist ja klar eingegrenzt und mit der klaren Begründung. Die Rhetorik ist jetzt eindeutig, Frau Haug, aber können Sie auch Beispiele nennen, wo Sie sagen, das sollten wir nicht mehr machen, wenn Sie sagen, wir müssen sehr kritisch prüfen, wo Zusammenarbeit mit China noch sinnvoll und möglich ist? Also klare Kante, mit welcher Konsequenz als Beispiel? Also das heißt für mich nochmal an den Hochschulen schon wirklich, dass sie sich jedes einzelne Projekt angucken müssen. Ja? Weil der Zugang auf Datenbanken, Sie müssen, ich kann jetzt meine Quellen hier nicht überall preisgeben, geht nicht. So, aber Sie müssen davon ausgehen, dass natürlich es zu Datenabfluss kommt, wenn ein Studierender Zugriff auf die Datenbanken hat. Und es mag jetzt im Moment noch irgendwie harmlos sein, weil Gott, wir haben auch so viele Daten, da sind wir froh, wenn sich einer dafür interessiert. Ja? So, aber das ist schon mit einer, also einfach mit einem großen mit einer Systematik angelegt und mit einer großen Energie auch. Und wie gesagt, da so, wir machen das und nett und weiter. Nein, es kann in der Kooperation mit unseren Modellen, die woanders funktionieren, nach wie vor, aber bei diesem Land ist meine klare Aussage, wird es in Zukunft nicht mehr funktionieren. Dazu haben sich die Partner anders aufgestellt. Ganz herzlich, Frau Haug. Herr Kemper, jetzt hat Frau Haug ja indirekt eigentlich auch sämtlichen der Studierenden, chinesischen Studierenden, die in den letzten Jahren nach Lübeck zum Beispiel gekommen sind, ich will sagen mal unterstellt, dass die ja irgendwie auch mit dem Staat zusammenarbeiten, dem Staat reporten und irgendwie auch ein bisschen Agenten Chinas sind. In der Pauschalität haben Sie das ja gesagt, Frau Haug. Stimmen Sie dem zu? Ja, das freut mich. Das ist toll, dass Sie der Aufforderung so nachgekommen sind, aber stimmen Sie dem zu? Also ich stimme dem insofern zu, als dass die Studierenden, die herkommen, natürlich Teil ihres Netzwerkes sind und das mit unterschiedlichen starken Bindungen, sage ich mal. Also da gibt es die Studierenden, die kommen, die Parteimitgliedschaften haben, die definitiv im Reporting-System eine große Rolle spielen, die dann auch über andere reporten, die nicht so stark eingebunden sind. Und ich habe auch Studierende kennengelernt, die haben, das erkennen sie immer recht schnell eigentlich. Also je stärker sich die Studierenden in unserem System wohlfühlen, je besser sie Englisch sprechen können oder Deutsch sprechen können, das reflektiert für mich immer schon auch das Interesse daran für die andere Kultur. Je mehr Freunde sie in unserem System finden, desto geringer halte ich diese Abhängigkeit und die Gefahr. Aber generell ist natürlich das ein Punkt, da müssen wir vorbereitet sein. Und ich stimme absolut zu in allem, was von politischer Sicht gesagt wird. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Wir müssen uns besser aufstellen in der Kooperation mit China. Und das haben wir in der Vergangenheit mit unserem freiheitsliebenden individuellen Ansatz nicht so gut hinbekommen, finde ich. Herr Kemper, ich höre von vielen WissenschaftlerInnen, die dann auch mal in China sind oder mit chinesischen Partnern arbeiten, dass dann immer noch so ein, zwei Personen mit dabei sind, die man manchmal auch nicht so richtig einordnen kann, die dann sich der Gruppe anschließen und mal viel sagen, mal wenig sagen, aber immer irgendwie dabei sind und man weiß immer gar nicht so richtig, wo die eigentlich genau einzuordnen sind. Sind Sie auch mal dabei bei Ihren Kooperationen? Ja, also jetzt nicht bei jeder Lehrveranstaltung, dass da irgendwie Menschen mit schwarzen Mänteln stehen, so muss man sich das jetzt nicht vorstellen. Aber es gibt ein Netzwerk, das das eben auch etwas intransparenter macht. Also das Reporting findet statt, da braucht man sich keine Illusionen machen.
Das wird ja auch gar nicht verhehlt. Also ich habe mir Überwachungstechnik angesehen im Universitätscampus und man hat mir erklärt, das ist deshalb, damit man mal einen Verkehrsunfall aufklären kann. Und dann habe ich gesagt, geht das denn auch in den Gebäuden? Und dann, oh ja, das geht auch, hat man umgeschaltet und ich konnte in einen Fahrstuhl gucken. Da ist wohl die Unfallgefahr übersichtlich, ja, aber da wird doch ganz deutlich, dass es da gar keine Hürden gibt. Ja, und das haben wir ja erlebt. Und wir sticheln da in diesem Punkt auch rum, dass unsere Kooperationspartner auch merken, dass wir das merken. Aber ich muss einmal nachfragen, Frau Fulda, ich habe Sie gesehen, ist es nicht so, das schränkt einen doch selber auch ein. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie sich dann in China, und das, die Frage würde ich auch Frau Scholz gerne stellen, wir genauso äußern wie hier. Wenn dort dann überall Kameras sind und Mikros, so wie Sie es gerade beschreiben, und dann das schränkt Sie doch auch ein in Ihren Äußerungen, Ihrer Kommunikation. Also, ich habe ja vorhin gesagt, es hängt immer ein bisschen davon ab, welche Abhängigkeiten man hat. Und ich glaube nicht, dass ich mich zu sehr eingeschränkt habe. Ich habe nicht bei jeder Gelegenheit alles gesagt, was ich gerne sagen würde. Das tue ich in Deutschland aber auch nicht. Ja, aber ich habe nie irgendetwas gesagt, was meiner Meinung widerstrebt. Oder ich habe auch nie etwas unkommentiert gelassen, was ich kommentierungswürdig befunden habe. Und das ist natürlich auch etwas, wo, da ist jetzt wahrscheinlich auch, dass ich jetzt im Moment nicht komme, da ist der ein oder andere auch ganz froh drüber. Ja, natürlich ist das so, klar. Frau Fulda, dann würde ich gerne Frau Schröers auch hören. Ja, ich würde gerne nochmal Ihre These des Generalverdachtes, sozusagen die gesamte chinesische Nation an den Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgreifen. Also ich denke, dass wir sozusagen nicht so pauschal letztendlich diese Konsequenz ziehen können und dürfen. Warum? Also das ist ja so, dass natürlich wissen wir nicht, wie sozusagen das Reporting läuft an den Studierenden und auch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber es ist ja durchaus so, dass wir erstmal davon ausgehen müssen, dass es auch einfach unterschiedlich ist und eine Diversität auch in dem chinesischen System. Und wir können natürlich auch nochmal auch Austauschformate und Kooperationsformate ganz bewusst wählen, wo wir nicht sozusagen mit den Personen dann in China sprechen, sondern auch Personen nach Deutschland holen, in einen ganz anderen Kontext, wo wir zumindest die Rahmenbedingungen kontrollieren können, wo dann auch Gespräche stattfinden. Also ich nehme einfach mal ein Beispiel, wenn man zum Beispiel Summer Schools, Graduiertenkollegs in Deutschland organisiert, wo man auch die zukünftige Generation der chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit anderen Denkmustern konfrontiert, hat man schon mal auch eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel auch als Institution solche Rahmenbedingungen auch entsprechend gestalten kann. Also ich würde mich klar gegen diesen Generalverdacht wenden. Zumindest haben wir derzeit noch keine Anhaltspunkte, dass das wirklich gerechtfertigt ist. Aber auch an Sie die Nachfrage, Frau Fulda, woher kriegen Sie denn diese Anhaltspunkte? Wie aktiv sind Sie denn selber am Recherchieren? Also mein Eindruck, ich wiederhole mich nochmal, ist, wenn nicht bestimmte investigative Journalisten Rechercheprojekte immer wieder Sachen heraufbefördern, herrscht doch immer wieder eine gewisse Überraschung, wenn da mal was rauskommt. Also ist man vielleicht auch dann ein bisschen unwissender, als man denkt, bis dann, also auf einer allgemeinen Ebene sagt man, wir sind problembewusst, aber wenn es konkret wird, dann ist doch Überraschung angesagt, wenn was rauskommt. Ja, ich denke, man muss aber wirklich nochmal unterscheiden, was jetzt auch die Ergebnisse waren von dieser entsprechenden Recherche, die Sie angesprochen haben. Da ging es ja um Wissenschaftskooperation, ja, wo deutlich geworden ist, dass Institutionen, unter anderem Forschungseinrichtungen, Universitäten, Kooperationen hatten mit Einrichtungen, mit Universitäten, die genau halt diese direkte militärische Anwendung haben, wo sie das zum Teil ja gar nicht wussten. Also das ist natürlich etwas, wo man sagen kann, naja, also da kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass es da wirklich direkte auch Berichte in Etagen gibt, die man vielleicht gar nicht so möchte. Man kann aber natürlich, und das ist jetzt wirklich dann auch mit bei der Gestaltung der einzelnen Projekte vor Ort, und das war ja genau das, was Sie auch gesagt haben, man muss sich natürlich einzelne Kooperationsvorhaben, einzelne Austausche von Personen im Detail anschauen. Man muss im Prinzip halt eine Fallstudie machen und das wirklich projekt- und einzelfallbezogen machen. Und da kann man natürlich abschätzen, natürlich nicht mit einer hundertprozentigen Sicherheit, aber da kann man natürlich schon auch abschätzen, in welche Richtung das geht. Man kann, das ist eine weitere Möglichkeit, einfach auch zum Beispiel sagen, dass eine gewisse Art von Kooperation überhaupt nicht mehr stattfindet. Also ich sage jetzt mal, wenn es darum geht, auch experimentelle technologische Gerätschaften auch auszutauschen, die zum Beispiel eine ganz sensible Sensorik hat, also ich sage jetzt mal unter auch Missbrauchaspekten sensibel,
Und Sie nicken, Sie können sicherlich sich vorstellen, was ich da meine, ja? Dass man sozusagen solche Schlüsseltechnologien, also dass man solche Gerätschaften dann nicht in die Kooperation bringt, ja? Weil man halt einfach nicht ausschließen kann, dass solche Dinge dann auch missbraucht werden. Mhm. Frau Schröers. Ja, ich habe mehrere Gedanken, die durch den Kopf gehen. Eins ist, ich bin natürlich auch der Meinung, das sind Bereiche, wo man viel, viel mehr aufpassen muss mit der Zusammenarbeit. Gleich gesagt, ich glaube, wir müssen die Art und Weise unserer Zusammenarbeit auch ein bisschen selbstkritisch anschauen. Weil wir haben seit 30 Jahren immer so ein bisschen, wir wissen es besser, unsere Art und Weise ist das Bessere, mit China kooperiert. Und ich höre zu oft, wir wissen, wie es sein soll und ihr sollen sich unsere Richtung ändern. Und wir sind nicht immer so offen zu sagen, wir hören auch gerne von China. Und ich finde diese China Council, wovon ich geredet habe, ein super Beispiel davon. Jedes Jahr ladet die chinesische Regierung Leute von überall der Welt zu hören, wie machen ihr das? Ne? Was für Gesetze haben sie? Was für Prozesse haben sie? Wie machen sie das mit Partizipation zum Beispiel? Ne? Autokratische China möchte über die Partizipationsweise in andere Länder lernen. Aber umgekehrt, wenn wir das letzte Mal, dass die deutsche Regierung oder der Europäische Rat China eingeladen zu sagen, sag uns mal, wie sie das dort machen und gibt da vielleicht ein paar Sachen, was wir von China lernen können. Natürlich in der Media zurzeit hören wir über was passiert mit dem Uyghur. Und das ist, ne, es ist ein Menschenrechts riesiges Problem, das können wir nicht so mal auf der Seite wegschauen. Aber gleichzeitig, ich glaube, wir müssen auch China als das Land, was es geworden ist, auch respektieren. Ne? Wichtiges, großes Land. Zweite Anmerkung, China ist nicht mehr allein zu Hause. China ist inzwischen eine riesige internationale Macht und auch im Bereich Klima. Was China entscheidet in Afrika oder Lateinamerika, wird unglaublich große Auswirkungen haben in der Zukunft. Da müssen wir auch in Art und Weise finden, dass wir stärker mit China kooperieren, über wie entwickelt sich das in der Zukunft. Das Partnerschaften, die sind nicht nur bilateral, aber multilateral. Müssen wir da auch schauen, als Europa interessant zu bleiben für China? Dass China nicht irgendwann sagt, wisst ihr was, wir gucken jetzt nach Lateinamerika, wir gucken nach Afrika, wir gucken nach Amerika, aber Europa interessiert uns gar nicht mehr, die kommen uns immer nur mit diesem idealistischen Wertegerede, das brauchen wir nicht. Die Gefahr für die Demokratie heutzutage ist enorm, aus meiner Sicht. Ne? Wir sind eigentlich auch ein bisschen naiv in der Art und Weise, wie wir selbst unsere eigene Kritik schnell auch nach außen sagen. Es ist wichtig, dass wir kritiken und dass wir kritisch über unsere eigenen Systeme sind. Aber ich höre oft, dass wir sind auch ziemlich kritisch unsere eigenen Systeme gegenüber, wenn wir im Austausch zum Beispiel mit China sind. Und da glaube ich, wir müssen uns auch wirklich zeigen, warum wir als demokratische Länder was anzubieten haben, was die Vorteile sind, weil ich glaube, wir vergessen das manchmal selbst auch und wir haben vielleicht nicht in den letzten Jahren stark genug darauf geachtet, wie stärken wir, was wir zu Hause hier haben, auch dann in den internationalen Austausch. Und letzter Punkt, ich frage mich, ob wir auch ein bisschen naiv sind in den wirtschaftlichen Bereich, dass wir haben uns erlaubt, zu abhängig in manchen Bereichen zu werden und nicht differenzierter das Welt hinaus gearbeitet. Ne? Das zumindest, Frau Haug, ist ja mittlerweile, glaube ich, durchaus erkannt. Also das Stichwort technologische Souveränität, digitale Souveränität spielt auf europäischer Ebene viel größere Rolle als noch vor ein paar Jahren. Die Frage ist noch rechtzeitig. Jetzt frage ich Sie einfach als Staatssekretärin im BMBF gar nicht so sehr auf China bezogen. Man hat den Eindruck, für Deutschland und für Europa ist an vielen Stellen technologisch der Zug schon abgefahren, oder? Wir sind eigentlich ein paar Jahre zu spät dran. Es gibt
kaum noch Bereiche, in denen Europa oder Deutschland international führend ist, technologisch gesehen. Also das eine ist ja die Frage jetzt für mich der Federführung, wo bin ich ganz vorne, und das andere ist wirklich, wie abhängig bin ich. Und ich glaube schon, dass der Zug ist am Anrollen, also man kann aber noch aufspringen. Und in der Tat, man merkt im Moment in allen Politikbereichen da ein großes Nachdenken. Und übrigens jetzt nicht nur Deutschland, nicht nur Europa, sondern für meine Wahrnehmung weltweit. Und alle denken neu nach. Und da hat jetzt Corona sehr stark dazu beigetragen. Da hat der Krieg in der Ukraine natürlich jetzt enorm dazu beigetragen, das nochmal zu überdenken. Aber ich merke in meinen Gesprächen, dass das jedes Mal immer wieder auch mit China gekoppelt ist. Und dass ich habe nicht mit allen auf der Welt geredet, aber doch in letzter Zeit mit vielen, wo ich sage, die gehören unserem Wertekanon. Und da überall ist das Thema. Und das bislang unterschätzt haben und alle sagen eigentlich, wir waren naiv und dass sich China in den Ländern so breit gemacht hat. Und überall fängt dieses Nachdenken an. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, weil das nochmal andersrum ein viel stärkeres Feedback an dieses Land sein kann und eine Positionierung sein kann. Ey, so könnt ihr jetzt nicht erfolgreich weitermachen. Ja? Und wir wären da, glaube ich, allein zu klein und zu schwach, aber es gibt viele andere und die anderen sind auch viel stärker abhängig als wir noch im Markt, wenn sie liefern nach China. Ich will jetzt hier auch kein Land nennen, weil ich jetzt niemanden in Schwierigkeiten bringen will, dass wir über diese Themen reden, weil ich fest davon ausgehe, dass auch diese Sendung heute mitgehört wird. Aber ich merke da, wie gesagt, dass es überall ein Nachdenken geht und es ein, ich sage jetzt, niemand will mit diesem Land nicht kooperieren, aber eben, was wir immer so sagen, mit diesem Win-Win, ja, und wieder zurückzukommen in der internationalen Kooperation auf diesem Bereich. Frau Szymanowski, das würde mich tatsächlich interessieren, an welchen Stellen Win-Win, Stichwort Win-Win, China was von uns lernen kann, von Deutschland, Europa lernen kann, aber umgekehrt auch wo, und damit meine ich jetzt nicht ein bisschen platt zu sagen, ja, um unsere demokratischen Werte zu lernen, ich glaube, das wäre ein bisschen platt, sondern wo tatsächlich an der Stelle China was von uns als wissenschaftspolitisches System lernen kann, umgekehrt aber auch, was wir von China wissenschaftspolitisch lernen können. Frau Schröers hat es ja gerade angesprochen, dass es da Bereiche gibt. Bevor ich Sie um die Antwort bitte, wollte ich bitten, ob wir eventuell den Bildschirm so einstellen könnten, dass ich die Fragen aus Slido sehe, weil ich habe hier kein Slido-Bild vorne. Und ich darf Sie auch noch mal hier im Raum bitten, mitzumachen. Und Sie können auch gleich sonst Mikros hier vor Ort benutzen. Aber jetzt sehe ich nämlich die Slido-Fragen. Herzlichen Dank. Aber jetzt zunächst Frau Szymanowski. Ja, ich hatte mich schon ganz brav zu Wort gemeldet, aber ich sehe schon. Ich wollte eine Sache noch mal kurz, bevor ich sage, was können wir von China lernen. Da haben wir tatsächlich schon immer mal wieder Veranstaltungen gemacht, weil wir das eben auch denken, das muss man immer wieder mal einfach kurz benennen. Ich wollte nur sagen, die Überwachung macht in der Tat nicht vor Deutschland Halt. Das heißt, also wenn man sagt, man will nicht nach China, weil man nicht überwacht werden will, dann hilft das leider nicht sehr viel. Was ich sagen wollte, war in der Tat, ich finde, was Herr Kemper auch gesagt hat und ich glaube auch Frau Fulda war das, wir profitieren schon sehr stark auch von China. Ich meine, die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nach Deutschland kommen, die produzieren ja teilweise Wissen in Deutschland. Ne? Das heißt, es ist nicht so, dass wir immer nur einen Technologieabschluss nach China haben. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich der Zugang zum Land, der uns durch Kooperationen erhalten bleibt. Nämlich in der Tat, vielleicht ist es nicht ganz so einfach. Also China ist in der Tat so ein bisschen restriktiv, aber nicht desto trotz. Ja? Also wir wissen nur, was China wo forscht, wenn wir auch vor Ort sind und eben auch unangenehme Fragen, die kann ich natürlich vor allen Dingen dann auch stellen, wenn ich im Dialog bin. Also wirklich, sei es in einem Grußwort, dass man zu irgendeiner Feierlichkeit macht und sagt, also akademische Exzellenz in meinem Verständnis geht einher mit akademischer Freiheit oder wenn ich einen Kanal hier betreibe als DRD Research in Germany und dann eben auch Sachen poste zu Academic Freedom Index, der tatsächlich, das war unser bestgelesener Post in den letzten 3 Monaten mit Likes und das muss man sich in diesem repressierten System überhaupt vorstellen. Also ich war total begeistert, dass wir wirklich auch einfach mal
mal ein paar Themen hier setzen können. Wir hatten eine Veranstaltung, Diversität. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir hier manchmal einfach auch Themen platzieren können, dadurch, dass wir, sage ich mal, gewollt sind, weil wir natürlich als BRD und auch als deutsche Hochschulen tatsächlich auch dazu beitragen, dass das Bildungssystem hier weiter qualifiziert wird. Wir haben durchaus Chancen, sage ich mal, auch Sachen zu besprechen und anzusprechen, die uns wichtig sind. Mhm. Was können wir hier lernen? Ich glaube, ein ganz offensichtliches Beispiel ist einfach die Abschaffung des Verbrennungsmotors. Also ich will mich jetzt nicht auf eine Seite in der hitzigen Diskussion in Deutschland schlagen, aber letztendlich hätten wir diesen Umschwung nicht ohne China geschafft. Wenn China nicht eindeutig auf E-Fahrzeuge gesetzt hätte, wären wir in Deutschland auch nicht so weit, dass wir das machen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich hier denke, dass China da ganz toll einen Beitrag geleistet hat, wie man eben solche Sachen einfach umsetzt. Mhm. Durch ganz starke Strategien, durch Policies, durch Geld. Also ich meine, das ist jetzt hier nicht ohne Subventionen von der Bühne gegangen und auch nicht um ganz strenge Maßgaben für die deutschen Konzerne hier. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich denke, wo wir von China in dem Sinne klimatechnisch profitiert haben. Und das finde ich nun einen sehr spannenden Punkt, da würde ich gerne aufgreifen. Frau Szymanowski, Sie winken dann, wenn Sie was sagen wollen, wieder, damit ich das gut sehe. Aber das ist ein spannender Punkt, wenn wir jetzt über die Elektromobilität sprechen. Da ist ein ganz starker Link auch zum Klimaschutz da. Gleichzeitig auch ein Link zur Souveränität, auch zur Ressourcensouveränität. Wenn wir uns das anschauen, Frau Schröers, China kann es sich insofern leisten, auf Elektromobilität zu setzen, weil die Ressourcen im eigenen Land haben. Während wir an vielen Stellen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Batterietechnik voranbringen, wir wollen Elektromobilität vorangehen, von wem sind wir denn da wieder abhängig am Ende? Frau Schröers, wie lösen wir denn das? Das ist eine interessante klimapolitische und sicherheitspolitische Frage. Ja, es ist tatsächlich der Fall, dass wir sind ziemlich abhängig an China für manche Ressourcen und es ist ein falscher Entscheid gewesen, Anfang der 90er Jahre die Batterie-Expertise, was Deutschland hat, abzuverkaufen. Jetzt kauft man es zurück, aber man investiert inzwischen auch ganz viel. Der Universitäten bekommen auch ziemlich viel Unterstützung. Aber die seltenen Erden zum Beispiel müssen ja trotzdem irgendwo herkommen. Ja, die seltenen Erden sind eigentlich weniger selten, als oft gedacht ist. Die seltenen Erden sind eigentlich in mehr Orten in der Welt. Die waren aber aus wirtschaftlichen Gründen rein in China und auch nicht rein, aber zum großen Teil aus China. China ist jetzt in vielen Ländern aktiv, wo es wiederum seltene Erden gibt. Ja, genau. Und andere Ressourcen. Und es ist tatsächlich auch deshalb, dass ich habe vorher gesagt, wir müssen viel stärker nicht nur beobachten, was China macht, aber auch mit China darüber reden, was gemacht wird. Und dafür brauchen wir auch die Kooperation. Ich möchte auch nicht wieder in ein tiefer, kaltes Krieg mit China landen. Ich glaube, das wäre schlimm für das Welt. Und obwohl es jetzt wirklich schwierig ist, und ich sehe auch in Schleido diese Frage zu Menschenrechten Problemen, ich glaube, das Beste, was wir da tun können, ist diese Themen nicht auf Seite zu setzen, immer wieder darüber zu reden, genau wie wir jetzt mit der Ukraine-Krise. Das muss auf der Frontpages der Zeitungen bleiben, es muss in der Diskussion bleiben. Wir dürfen nicht sagen, ja, das Thema wird alt. Ne? Wir müssen daran bleiben. Gleichzeitig, ich glaube, wir können nicht zurück zu einer Welt, wo wir mit China nicht kooperieren und eng, aber nicht naiv. Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich meine, hier ist eine Frage, die ist nicht ganz oben gerankt, aber die passt eben gut. Sie haben sie gerade angesprochen. Gibt es irgendeine Konsequenz aus dem staatlich geplanten und durchgeführten Genozid in Xinjiang aus Sicht der deutschen Partner? Und ich will die Frage mal anders formulieren, auch an Herrn Kemper stellen. Gestehen Sie ein, dass es manchmal für Betroffene ein bisschen hohl klingt, wenn wir immer sagen, wir müssen zusammenarbeiten trotzdem, wir finden das alles ganz schwierig und schrecklich, aber am Ende arbeiten wir doch zusammen, dass das natürlich für die Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen Betroffenen anders klingt als für uns, die wir jetzt hier so sitzen? Ja, ich würde vielleicht mal vorweg schicken wollen, ich glaube, was so die Kooperation überlagert, ist einfach, dass wir in China ein System haben, was so top-down orchestriert ist und deshalb immer einer Strategie folgt. Und wir in Deutschland, wir haben unterschiedliche Universitäten, Hochschulen, die haben Vereinbarungen, Kooperationen und da gibt es auch unterschiedliche China-Kompetenzen und da gibt es eben nicht so ein strategisches Moment.
Und ich glaube, das ist etwas, was auch mit Naivität gemeint sein kann. Wir sind dann nicht immer gut genug vorbereitet auf den Diskurs. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt gut, wenn es jedem einzelnen Wissenschaftler überlassen ist, diese Frage für sich abzuwägen. Das muss natürlich jeder für sich tun und jeder kann bei uns auch Konsequenz ziehen. Ich muss ja nicht mit einem chinesischen Kollegen zusammenarbeiten, da zwingt mich niemand zu in Deutschland. Aber ich will das, weil ich denke, wir haben hier eine gute Zusammenarbeit. Nur er ist Teil eines Orchesters und ich bin vielleicht Solist. Ja, das ist der Unterschied. Und ich würde mir wünschen, wenn wir darüber sprechen, was können wir von China lernen, ich will um Gottes Willen nicht, dass wir ein Orchester werden mit einem zentralen Dirigenten. Aber dass wir ein bisschen mehr Leitlinien schaffen, die hier auch angeklungen sind und auch unsere China-Kompetenz so ausrollen, dass wir nicht diese subnationalen Kooperationen so stark haben. Ja, die Diplomatie, die unter dem Radar stattfindet, die müssen wir, glaube ich, abfangen. Und das, glaube ich, ist auch angeklungen von der Ministerin. Jetzt sind hier zwei Anmerkungen, eine ganz neu. Ich hätte mir eine Diskussion über Kooperation im Klimaschutz gewünscht, weniger eine allgemeine Diskussion über Überwachungsstaat und Xinjiang Paper. Also die Frage ist, und damit will ich die zweite verknüpfen, in der Einleitung zur Veranstaltung war der Fokus Klima angekündigt, ist auf diesem Gebiet es vielleicht weniger gefährlich zu kooperieren und ich sage auch mal zu diskutieren. Also die beiden Fragen möchte ich mal zusammennehmen. Dieses ganze Diskutieren über Überwachungsstaat und Xinjiang Paper ist halt unangenehm. Lass uns mal lieber über Klimaschutz reden. Diesen Punkt will ich gerne aufgreifen und dann auch mal auch ein ganz konkretes Beispiel jetzt auch von der Kieler Universität. Also es gibt ja schon seit vielen, vielen Jahren auch ein Weltklimaforschungsprogramm. Das ist ja sozusagen ein globales Programm gerade zur Koordinierung von Aktivitäten, Forschungsaktivitäten im Bereich von Klimaschutz. Und das ist zum Beispiel auch aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wo man ansetzen kann, weil das halt internationale Netzwerke sind, wo man die Chinesen einbinden muss und kann. Und weil man natürlich damit auch Möglichkeiten hat, in diesem Kontext sozusagen auch weg von nur einer bilateralen Zusammenarbeit von einzelnen Forschern, sondern wirklich eine Einbindung in größere wissenschaftliche Zusammenhänge. Und da gibt es einfach Beispiele, auch konkret zum Fragen von Klimavariabilität. Also es gibt da, glaube ich, vier verschiedene Kernbereiche, unter anderem halt dieses KliVa-Projekt. Sie nicken, Sie kennen das viel besser als ich. Aber wo es also diese großen internationalen Netzwerke gibt, wo zum Beispiel Partner, das ist dann Qingdao, da gibt es ja auch so einen deutsch-chinesischen Ökopark, ja, auch mit Forschungsprojekten, ja, unter Beteiligung der Kieler Universität, wie ich letztens gelernt habe, wo man halt wirklich auch durch die Einbindung von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus China in diese Programme. Und dann ist wieder die Frage, wie bindet man sie ein? Bindet man sie ein, indem man halt neue technologische Geräte irgendwie nach China schickt oder bildet man sie ein, indem man halt Koordinationsstellen jetzt dort auch verankert und damit letztendlich eine Art von auch Zusammenarbeit ermöglicht. Also ich hoffe, das war jetzt nochmal ein ganz plastisches Beispiel, wie man halt auch durch solche konkreten Projekte auch aus der Klimaforschung diese Bedingungen proaktiv auch von institutioneller Ebene gestalten kann. Aber Frau Fuhr, das ist, glaube ich, auch schon was an der Bemerkung dran, dass es natürlich leichter ist, über Klimaforschung zu diskutieren, wenn wir über wissenschaftliche Kooperationen sprechen, als über manche andere Themen. Die Bemerkung ist auch berechtigt, dass wir uns bestimmt schwerer tun würden mit den Forderungen nach Zusammenarbeit als beim Thema Klimaforschung. Frau Szymanowski, Sie hatten sich zu Wort gemeldet. Genau, danke schön. Ich wollte noch zwei konkrete Beispiele nennen, wo ich denke, dass da durchaus Potenzial ist, das weiterzuentwickeln. Also eine Sache ist, wir wissen ja, dass wir hier in China besonders unter dem Klimawandel leiden, also diese riesigen Überschwemmungen, die uns hier hart treffen, auch die Trockenheiten. Und ich glaube, da gibt es wirklich große Chancen, weil es China auch wirklich will. Das haben Sie, glaube ich, auch schon mal gesagt. Also wir haben ja den sogenannten dritten Pol mit dem tibetischen Hochland. Da gibt es sehr spannende Sachen. Das haben wir hier auch mit der FU Berlin gehabt, an der Nanjing-Universität. Und ich glaube, das kann man tatsächlich ausbauen, die ganze Erkundung der Veränderung hier in China, einfach weil China so ein riesiges Land ist mit so verschiedenen Klima,
Stufen. Dann Thema Biodiversität. Letztes Jahr hat China die große Biodiversitätskonferenz aufgesetzt. Auch hier haben wir einen der weltweiten Hotspots in China. Und das Interessante ist natürlich, dass man das gar nicht nur bilateral aufstellen sollte, sondern regional. Und zwar sage ich regional nicht um China herum, sondern ich würde immer China mit einbinden in die Nachbarländer, wenn es jetzt um den dritten Pol geht, natürlich dann mit Myanmar, Kambodscha, Vietnam und so weiter. Ich glaube, da könnte man durchaus als Hochschule in so Verbundprojekten, aber eben auch mit großen Projekten der Bundesregierung weiter Sachen verstärken. Und noch eine andere Sache war tatsächlich, wir hatten jetzt gerade mit Herrn Kemper, ich glaube, es war gestern, eine große Veranstaltung zum Thema Bauphysik. Und ich auch da gibt es wirklich technische Dinge, da tut es doch überhaupt nicht weh, wenn wir das Wissen über Bauphysik da teilen und dafür sorgen, dass hier China, wo wirklich Millionenstädte vom Reißbrett geplant werden, wenn die einfach klimafreundlicher sind, weil passieren wird es ja. Also ich glaube, da sollte man vielleicht auch ein bisschen die Erwartung an einen selbst ein bisschen realistischer einschätzen. Wir können China nicht stoppen. Also das kann nicht die These sein unseres Handelns. Und von daher denke ich, dass ein Engagement mit China hilft, vielleicht China das eine oder andere besser für das Klima machen zu lassen und eben auch doch tatsächlich zu lernen. Also ich habe gerade E-Autos genannt, könnte auch noch ein bisschen was zur Abfallwirtschaft oder zur Energieeffizienz und zur Wassereffizienz hier sagen. Ich glaube, China macht sehr, sehr viele Pilotprojekte und wir haben ganz schnell einen Transfer in die Anwendung. Und da können wir doch von profitieren. Mhm. Herr Kemper? Da würde ich gerne kurz dazu direkt was sagen. Die Frau Szymanowski hat die Veranstaltung angesprochen. Es geht da um den Bausektor. Der Bausektor trägt ganz maßgeblich zur Carbon-Emission bei. Und das ist ein großer Hebel, wenn wir nach China schauen. Ja, also Elektromobilität, da ist China schon sehr weit vorne, aber was den Bausektor angeht, da müsste noch richtig viel passieren, weil es wird zum einen, was die Bauphysik, was Wärmedämmung angeht, viel zu wenig getan. Zum anderen wird auch, was den Einsatz von Beton angeht, viel zu viel Material verwendet, was gar nicht nötig wäre. Da haben wir ganz andere Dinge, die in die Anwendung kommen müssten. Und das ist eigentlich mein Punkt. Die Veranstaltung heißt Forschungskooperation. Da mache ich mir gar nicht so große Sorgen, weil das sind individuelle Wissenschaftler, die bilateral oder auch im Team da zusammenarbeiten. Das, glaube ich, funktioniert auch weiterhin, wenn man sie denn lässt. Aber das in die Anwendung kommen, das setzt für mich Wissenschaft mit auch wissenschaftlicher Lehre voraus und auch die Implementierung in die Gesellschaft, konkret dann in die Baustellen hinein. Und das ist das große Manko. Ja, also was sollen wir über ganz moderne Verbundmaterialien philosophieren, wenn wir auf der anderen Seite noch alles mit Beton so sehr zuschütten, dass es überhaupt nicht notwendig ist. Und das, denke ich, daran müsste man arbeiten, mehr in die Anwendung zu kommen. Frau Schröers, möchten Sie ergänzen? Und ich möchte gerne noch einen Kommentar vorlesen. Im Bereich Klima und Umwelt sollte auch das Chinese Research oder die Chinese Research Academy for Environmental Sciences wahrgenommen werden. Das nur noch als Anmerkung, Frau Schröers. Möchten Sie ergänzen? Ja, ich glaube, man muss China wirklich auch ein paar Positives in diesem Bereich sagen. China hat in die letzte zwei Dekaden, aber auch in die letzten Jahren wirklich ihre eigenen Gesetze total geändert. Und die sehen Probleme und die gehen diese Probleme ein. Ein Beispiel war Wegwerfen von Essen, was jetzt nicht mehr wirklich erlaubt ist in die Art und Weise, wie man das in der Vergangenheit in China hat, wo Restaurants hatten immer viel zu viel Essen auf dem Tisch. Das wird sehr stark geregelt inzwischen. Was China macht mit Batterientechnologien, was China macht inzwischen mit jedes Fünfjahresplan, die Energieeffizienzsteigerung, die haben wirklich viel geschafft. Gleichzeitig, man hat immer noch die sehr starke Abhängigkeit auf Kohle. Ne? Die sind immer noch 60% ihrer Strombedarf auf Kohle abhängig. Und das ist ein Bereich, wo ich glaube, China braucht auch immer noch Unterstützung. Wie schaffen wir eine neue Zukunft? Die setzen sich auch in die Wasserstofftechnologien ein. Die schauen auch CCS-Technologie an. Und ich glaube, da müssen wir auch wirklich nicht nur mit China global zum Thema diskutieren, zusammenarbeiten. Wir müssen nicht vergessen, obwohl alles, was schlimm passiert, Krieg in der Ukraine und so weiteres,
Wenn man das Klimawandel anschaut, wir reden über ein 1,5 Grad Ziel, wo wir haben vielleicht weniger als eine Dekade noch, um das noch einzuholen. Und wenn das nicht passiert, dann würden wir wahrscheinlich noch schlimmere Probleme haben, die auch autokratische Tendenzen noch weiter stärken können. Und deshalb bin ich auch der Meinung, wir müssen diese Thema, diese Klimathema so hoch auf die Agenda behalten. Herzlichen Dank. Das Wasserstoffthema, Frau Haug, ist ja eins, was das BMBF auch vorantreibt sehr stark. Also wir haben gerade gehört, möglicherweise gibt es da auch Connections oder Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Und das bringt mich zu einer Frage, zu der höchstgerankten Frage bei Slido. Die letzte China-Strategie des BMBF liegt bereits ein paar Jahre zurück. Wird nun eine neue Strategie als Orientierung für deutsche Hochschulen erarbeitet? Und ich würde ergänzen wollen, auch zu den Themen, in denen man zusammenarbeiten möchte und die priorisiert werden. Ein klares Ja. Im Moment gibt es einen Prozess einer China-Strategie der Bundesregierung, weil es ja noch viele andere Politikbereiche betrifft. Sie haben schon Wirtschaft, Handel angesprochen, nicht? Deswegen sind wir eingebunden in diesen Gesamtprozess der Bundesregierung, im Rheinländischen sagt, der am Laufen ist. Und natürlich in Rückkoppelung damit werden wir uns immer wieder überlegen, was daraus dann folgt für die Wissenschaftspolitik. Ich finde auch diese Veranstaltung heute quasi so ein Element in so einer Strategie, in einer Diskussion, weil natürlich jetzt wir auch das nicht für uns alleine irgendwie machen und entscheiden, sondern im Diskurs mit anderen, die auch die praktische Erfahrung damit haben. Aber dass man da nochmal ran muss, ja, definitiv. Eine andere Frage geht auch nochmal an Sie, Frau Haug. Wenn alle chinesischen Studierenden unter Generalverdacht gestellt werden, wie können Sie sich in Deutschland wohlfühlen und sich zu unseren Werten bekennen? Also ich kann mich zu unseren Werten bekennen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Frage... Also wie können die sich dann in Deutschland wohlfühlen, wenn sie unter Generalverdacht gestellt werden und sich zu unseren Werten bekennen? Also geben wir ihnen überhaupt die Möglichkeit, dann zu sagen, wir wollen uns zu den westlichen Werten bekennen, wenn wir sie ohnehin schon vorher unter Generalverdacht gestellt haben? So habe ich die Frage verstanden. Also vielleicht nochmal ein bisschen differenzierter nochmal darzustellen. Also nicht jeder... jede Chinesin, die bislang zu uns kommt, würde ich unter diesen Generalverdacht stellen. Aber ich merke das jetzt, oder wir merken, dass in der letzten Zeit, lassen Sie mich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, das chinesische Regime da nochmal sehr stark angezogen hat in dem. Und dass ich schon dafür plädiere, ich nochmal, dass man sich anguckt, wie sind denn die Auswahlprozesse der Menschen, die dann nach Deutschland geschickt werden. Also da ist für mich so ein Stück Naivität, wenn ich denke, es könnte sich ein Chinese freiwillig entscheiden, er kommt hierher, um unsere Werte zu lernen. Diese These halte ich für falsch. Sie mag im Einzelfall widerlegt sein, aber da würde ich mit einer anderen Grundthese rangehen. So, und natürlich sind Sie hier offen, unsere Werte kennenzulernen, selbstverständlich. Dazu bekennen, offen dazu bekennen, hier ja, aber zu Hause würde ich schon wieder ein großes Fragezeichen dahinter machen. Und uns sind Fälle bekannt, wo dann die Familien genutzt werden, um die Leute unter Druck zu setzen. Ja? So, also deswegen, das ist für mich so ein Punkt, da würde ich sagen, lassen Sie uns da bitte an der Stelle nicht naiv sein. Herr Kemper. Zum Generalverdacht auch noch mal kurz was sagen. Das darf man sich auf keinen Fall so vorstellen, dass wir als Wissenschaftler, als Lehrende irgendeine Unterscheidung machen. Wir haben generell gewisse Schutzmechanismen, was unsere Daten angeht, weil wir natürlich auch Abwanderungen in irgendwelche Firmen oder so vermeiden wollen. Also das würde ich nicht sehen, dass das irgendeine praktische Auswirkung hat, auch nicht im Umgang miteinander. Das andere ist, dass es Belege gibt, die ja durchaus stützen, dass es dieses starke Netzwerk gibt und das Reporting, was vorhin angesprochen wurde. Wir haben das Beispiel, dass Studierende, die jetzt während der Corona-Pandemie nach Deutschland eingereist sind, die mussten eine App installieren und die mussten täglich Mitteilungen über ihren Gesundheitsstatus nach China melden, obwohl sie eben bei uns an der Hochschule eingeschrieben waren und dort Lehre gemacht haben. Also solche Dinge gibt es und die fallen auch immer dann mal wieder auf, so dass ich durchaus sagen kann, ja, da gibt es schon Belege.
Ich will nur einen Kommentar noch zum Thema, auch was Studierende, chinesische Studierende in Deutschland betrifft. Jetzt rutscht das hier gerade. Da stand, viele Studierende kommen auch zu uns nach Deutschland, weil sie mit ihren Themen in China keinen Betreuer, keine Betreuerin finden würden, weil diese Themen zu sensibel sind. Das ist auch ein spannender Punkt an der Stelle, finde ich, der eben auch dafür spricht, dass dann diese Studierenden in Deutschland durchaus eine Form von Freiheit suchen, ja, trotz aller Einschränkungen, die da ist. Sie suchen ja zumindest eine thematische Freiheit an der Stelle. Ich gucke jetzt einmal ganz kurz Richtung Publikum hier vor Ort. Wir haben die Gelegenheit zu zwei Fragen, würde ich sagen. Ich hoffe, dass viele von Ihnen auch die Gelegenheit zu Slido genutzt haben. Ich habe Sie gesehen, wenn es noch jemand Zweites gibt. Sonst gehen Sie gern zum Mikro dort nach vorne. Stellen Sie sich kurz vor, aber wenn es geht, kurz fassen. Ja, mein Name ist Herwig Schmidt-Glinzer. Ich bin Direktor des China-Zentrum Tübingen und beschäftige mich seit über 50 Jahren mit China und könnte zu vielem was sagen. Nur eine Bemerkung und ein Hinweis. Aber eine kurze Bemerkung. Ja, kurze Bemerkung. China lernt seit über 100 Jahren von Europa. Also wenn wir so tun, als müssten die von uns lernen, Demokratie, Wissenschaft, das ist dort Thema seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wenn es um Klimaschutz geht, in China ist die Klimaschutzdebatte schon sehr, sehr lange sehr sichtbar. In den 80er Jahren, wo ich viel in China war, gab es massenhaft Regale, Klimaschutz, Umwelt. Also das ist ein Thema und das bleibt ein Thema. Und ich glaube, dass in dem Gebiet wirklich Kooperation wichtig ist, ebenso wie vielleicht auch bei der Medizin. Es gibt über den Helicobacter pylori eine TU München Kooperation mit China und so weiter. Und weil das Klima uns als Menschheit insgesamt letztlich betrifft, müssen wir kooperieren und wir können auch selber Anstrengungen unternehmen. Ich habe mal vorgeschlagen, die Arktis sozusagen zum Tabu zu erklären und man könnte auch den Regenwald in Brasilien zum Tabu erklären, aber auch die Arktisfrage ist angeblich schon abgefahren. Die größte Botschaft in Europa, die China hat, ist in Norwegen. Das sind also Interessen, auch dort Ausbeutung zu betreiben. Und ich glaube, hier könnten wir auch proaktiv Perspektiven einbringen und dann auch China mit ins Boot holen. Im Augenblick lassen wir immer noch diese Ausbeutung in den Regenwäldern oder in anderen Zonen laufen, wo wir vielleicht auch selber tätig werden könnten, unabhängig von China, aber vielleicht auch mit China. Herzlichen Dank. Ich gucke noch mal in den Saal, ich sehe jetzt keine zweite, doch bitte, dann machen Sie gerne die zweite Anmerkung oder Frage gerne auch. Sehr gern. Ursula Peintner, Leiterin der Kommunikationsabteilung im DAAD. Und ich bin hängen geblieben an der Stelle, wo Frau Szymanowski sagte, wir können zum Beispiel in den sozialen Medien kritische Themen setzen, weil China an der Zusammenarbeit mit uns interessiert ist, weil wir eine Rolle haben. Meine Frage wäre, wie lange kann das gut gehen? Und meine zweite Frage wäre sozusagen als Ansatz einer Lösung, wäre nicht die von Frau Fulda angesprochene sehr viel stärkere Einbindung in wirklich internationale Kooperationen. Also mit anderen Ländern, an denen China vielleicht perspektivisch ein viel stärkeres Interesse hat als ausgerechnet an uns, ein ganz zentraler Weg in Richtung der zukünftigen Zusammenarbeit mit China. Herzlichen Dank. Dann fragen wir zunächst Frau Szymanowski und dann Frau Fulda. Die sozialen Medien sind sehr kurzweilig. Ein Bekannter von mir hat letzte Woche über die Proteste an der Beige da einen Post gemacht und der war dann sofort weg. Also da werden Sachen gesperrt. Das heißt, Frau Peintner, deswegen sind wir auch nicht besonders mutig. Ich wollte es nur als Beispiel geben, dass man tatsächlich auch solche Themen platzieren kann. Wir können keine große Debatte über Academic Freedom in China lostreten. Wir können immer wieder darüber reden, dass unser Verständnis über akademische Freiheiten ein etwas anderes ist, als es hier in China. Das ist, denke ich mal, das, was möglich ist. Aber ich würde jetzt keinen großen, ich würde nicht darauf wetten, dass wir hier das noch verstärken sollten, sondern beiläufig in der anderen Arbeit, die wir machen, solche Themen immer wieder ansprechen. Darf ich einmal kurz nachfragen, Frau Szymanowski, wenn das ein Post ist, der vom DAAD, habe ich verstanden, abgesetzt worden ist? Ne? Nee, um Gottes Willen, nee, das würde ich nicht riskieren. Um okay, was war das für ein Post, der dort abgesetzt wurde? Wie gesagt, also was hier uns tatsächlich beschäftigt ist, sorry to say that, die Null-Covid-Strategie, die ganzen Maßnahmen. Okay. Und die Studierenden sind ja seit Monaten nicht nur in Shanghai und Peking, sondern landesweit eingeschlossen.
Und das Semester nähert sich und die Studierenden wussten nicht, gibt es Abschlussprüfung oder nicht. Und da gab es tatsächlich sporadische Proteste. Und wenn man das kommentiert, dann verschwindet sowas innerhalb von Minuten und kommt gar nicht an. Also das wollte ich nur sagen. Mhm. Die Social Media ist komplett zensiert und wir können nur ganz, ganz wenig berichten. Aber ich fand es sehr schön, dass dieser Academic Freedom Index vom DAD in Deutschland offiziell publiziert wurde. Den haben wir übersetzt und hier in China zum Beispiel publiziert können. Herzlichen Dank. Frau Fulda, zu der zweiten Frage. Genau, ich möchte gerne nochmal Ihren Punkt aufgreifen. Sie haben ja nochmal meine These auch betont, sozusagen die Einbindung von China auch in internationale große Forschungsprojekte und Wissenschaftsnetzwerke. Das ist wichtig, weil wir natürlich China brauchen, jetzt bei der Lösung der globalen Herausforderung, aber natürlich auch für China wichtig, weil die müssen natürlich auch wissen, was ist da sozusagen, was wird da gerade gemacht und wie kommt man jetzt bei diesen wirklich brennenden Themen, wie zum Beispiel Klimawandel, auch international weiter. Da ist China braucht auch den Rest der Welt. Ja. Also andere große Wissenschaftsnationen, wie zum Beispiel jetzt USA, aber China muss natürlich auch nah an diesem Wissen sein, was in diesen großen Wissenschaftsnetzwerken jetzt generiert wird. Und ein dritter weiterer Punkt wäre ja auch, dass man auf diese Art und Weise durch die proaktive Einbindung auch in einer anderen Art und Weise auch eine Kontrolle hat über China. Also in der, also dass zumindest die Einbindung da nochmal sicherstellt, dass man sie auch damit, also die Aktionen von China nochmal besser auch Informationen darüber hat. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte gerne am Schluss nochmal auch deutlich machen, dass es, glaube ich, auch wichtig ist, die China-Kompetenz in Deutschland wirklich flächendeckend nochmal neu zu denken und erweitert zu denken. Das ist nicht nur die Sprache und die interkulturelle Kompetenz, sondern es sind auch die Informationen über den derzeitigen aktuellen Stand auch der Herausforderungen, die sich in der Kooperation mit China ergeben. Und ich glaube, das nochmal unter anderem über die China-Zentren deutschlandweit strukturiert weiterzugeben, ich glaube, das ist nochmal auch ein ganz wesentlicher Punkt, wie wir mit dieser großen Herausforderung als Wissenschaftsnation umgehen können. Das war jetzt noch gar nicht letztes Wort, weil wir jetzt in eine Abschlussrunde gehen wollen. Ich würde gerne Ihnen nochmal die Gelegenheit geben, so eine Art Resümee zu ziehen aus unserer Diskussion, aber das Ganze garnieren noch mit zwei Fragen oder zwei Anmerkungen. Die eine Frage, die noch gestellt worden ist bei Slido, was genau muss sich in der konkreten Zusammenarbeit ändern und wie soll das in Deutschland bei Wissenschaftsfreiheit umgesetzt werden? Die eine Frage vielleicht nochmal für die Schlussrunde mitbedenken. Und die andere Frage, Gastgeber ist heute DAD Kiwi. Wir haben schon gehört, es geht darum, dass es eine neue Stelle ist, die es jetzt seit einer Weile gibt, die dafür da ist, zu beraten. Ja, die gerade auch dafür da ist, zu beraten, die Hochschulen, wenn es darum geht, ihre wissenschaftlichen Kooperationen zu gestalten, mit dem, was man, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch schwierige Partnerländer nennt, aber sage ich mal herausfordernde Partnerländer. Und die Frage ist, was wünschen Sie sich vielleicht auch von Kiwi oder was könnte oder wie nutzen Sie vielleicht auch Kiwi? Die Frage möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Einerseits konkret Gestaltung der Zusammenarbeit, andererseits wie kann vielleicht auch Kiwi dabei helfen? Haben Sie vielleicht auch Kiwi schon mal genutzt? Wollen Sie anfangen, Frau Schröß? Ja, vielleicht nehme ich die Frage auf zu, wie können wir in der nächsten Zeit mit China, besonders in den Klimabereich, aber auch in die Umwelt oder der gesundheitliche Bereich. Und ich glaube, eins ist, dass da sind viele Bereiche, eigentlich in alle Bereichen, wo Änderungen aufgenommen werden müssen, wenn man das Klimawandel in den Griff kriegen möchte oder Biodiversitätsverlust. Und da ist der Austausch von guten Konzepten und Ideen sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Dialog mit unterschiedlichen Akteuren, wissenschaftlich und nicht wissenschaftlich, ein gemeinsamer Raum ist sehr wichtig. Ich würde auch sehr gerne diesen Bereich von den China-Kompetenzen in den Universitäten in Deutschland aufnehmen. Ich frage meine Studierenden immer an der Technischen Uni München, wer von ihnen hat bisher ein Seminar zu China gehabt? Und man würde nicht glauben, wie viel die Studierenden haben noch keins gehabt. Und das geht nicht. Das geht nicht. Und ich denke da, obwohl der Kenntnis und Wissen zum anderen Länder wirklich ausgebreitet ist in den letzten Jahren, es ist noch nicht gut angekommen in alle Universitäten. Und man kann keine technische Universität haben, wo man auch nicht Sozialwissenschaften hat, weil man braucht diese
breite Expertise zu alles. Es ist nicht nur Technik, das wichtig ist, es ist, wie Technik innerhalb Länder aufgenommen werden und kulturell angesehen wird. Und vielleicht, weil das kulturelle Wissen zu wenig gibt in manchen Bereichen, machen wir auch große Fehler. Wir werden naiv, weil wir schauen die Sache nicht an. Da gibt es viel, viel Potential, obwohl man all diese Probleme hat, obwohl die Länder sich autokratisieren. Ich glaube, die Potenzial für eine Zusammenarbeit bleibt. Es ist wichtig, wir müssen es fördern. Und wenn wir es nicht fördern, haben wir in der Zukunft noch größere Probleme. Herzlichen Dank. Herr Kemper. Ja, ich würde gerne nochmal anmerken wollen, also die Leitlinien sind genannt worden und dass wir sicherlich auch in Zukunft mit weniger Naivität und besser vorbereitet in solche Kooperationen gehen, vielleicht auch mit kürzeren Laufzeiten und klareren Zielen und Kontrollmechanismen, ob die Ziele erreicht sind. Ich würde aber auch dafür plädieren, dass wir das Ganze nicht nur als Deutschland argumentieren, sondern dass wir das mit europäischer Perspektive auch machen, weil wir müssen uns klar sein, es wird sonst wieder einen Unterbietungswettbewerb geben der Leitlinien und dann kooperiert man eben nicht mehr so viel mit Deutschland, sondern mehr mit zum Beispiel Frankreich, Spanien oder wem auch immer. Das habe ich festgestellt, dass solche Unterscheidungen durchaus gemacht werden. Und deshalb würde ich mir wünschen, wir würden da auch europäisch Leitlinien haben. Das andere, was ich gerne nochmal anmerken möchte, das ist so ein bisschen im Verweis auf den Kommentar mit dem Essen und dass sich da ja so auch Dinge verändern, dass man nicht mehr Nahrungsmittelverschwendung und so hat. Das ist einfach was grundsätzlich Unterschiedliches in China, dass solche Dinge, die müssen quasi angeordnet werden und verboten werden. Ja, wo man bei uns sagen würde, wie unvernünftig ist das denn? Und ich erlebe das im Bausektor auch. Es läuft die Klimaanlage und die Fenster sind offen. Ja, das ist eine Frage der Vernunft, wie wir auch das Klima schützen können und hängt sehr von unseren individuellen Tun ab. Und deshalb habe ich immer gedacht, ist unser Beitrag auch ein wichtiger, der Beitrag zur Ausbildung, ja, weil wir sprechen solche Punkte doch an. Wenn wir im Hörsaal sind, dann sagen wir, bitte erstmal Fenster zumachen oder Klimaanlage aus, sonst können wir hier doch nicht zusammenarbeiten. Und das, glaube ich, sind die Beispiele, um die es auch geht, wenn wir halt Wissenschaftskooperationen machen, dass wir den Menschen auch eine andere Perspektive ganz unterschwellig geben und dass man vielleicht auch zur Vernunft kommt. Noch ein Wort zu Kiwi. Haben Sie damit schon zu tun gehabt oder wünschen Sie sich bestimmte Dinge von Kiwi? Also ich finde gut, dass es Foren gibt, wo man China-Kompetenz eben aufbauen kann oder generell auch Kompetenz im Austausch mit anderen Ländern durch solche Formate gestützt, wo dann eben Runden eingeladen werden. Also ich finde, das ist hervorragend. Das ist eine Komponente, ein Baustein abseits von Regeln und Leitlinien. Ansonsten muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht zu viel damit zu tun gehabt. Frau Fulda. Ja, ich möchte gerne nochmal diesen Punkt Sensibilisierung für diese Problematik herausstellen. Also das halte ich für extrem wichtig. Ich meine, wir können hier lange Debatten führen, was wir alles verändern, welche Probleme es gibt. Wenn das nicht ankommt an den Leuten, die wirklich diese Kooperation machen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Studierenden, die in diesen Austauschen gehen, ich meine, die müssen dieses Problembewusstsein haben, die müssen sensibilisiert werden. Und da ist eine umfassende Strategie für notwendig, weil das heißt, dass die Wissenschaftsorganisationen, die sozusagen diese Austausche gestalten, das sind die Einrichtungen, die Institutionen, die Hochschulen und die Forschungsinstitutionen, die das in die Institution weitergeben müssen. Und dann muss das natürlich auch ankommen. Das heißt, wir brauchen da wirklich eine umfassende Strategie. Also das ist irgendwie so leicht gesagt, irgendwie Naivität abbauen oder Sensibilität dafür aufbauen. Aber das muss natürlich strategisch wirklich auch mit einem umfassenden Konzept auch umgesetzt werden. Und da kann sicherlich Kiwi auch einen wichtigen Beitrag leisten, aber sicherlich auch das BMBF. Oder halt die Bundesstrategie, auf die wir alle sehr gespannt sind. Das BMBF kann ja auch dadurch Beitrag leisten, Frau Haug, dass Sie Kiwi entsprechend finanzieren, oder? Ja, wir fördern Kiwi. Ausreichend oder muss sich das nochmal anpassen, wenn man sich anschaut, wie sich in den letzten Jahren die Lage verändert hat? Ich meine, die wissenschaftlichen Beziehungen werden immer komplexer, wir haben darüber geredet. Spiegelt sich das genug wieder dort in der Ausstattung von Kiwi? Also generell bei dieser Frage habe ich noch, auch bei anderen Fragen, noch nie gehört, dass es genügend sei. Noch nie. Und was sagen Sie? Ist es genügend?
ich würde sagen, im Rahmen dessen, was im Moment auch machbar und leistbar ist, ist es nicht schlecht. So, und das, die heutige Veranstaltung ist ja auch ein Werbeblock für Kiwi. Und ich setze mich hier auch hin, um für Kiwi mitzuwerben. Ganz deutliche Botschaft. Und der Vorteil von Kiwi ist ja, dass sie sich als einzelner Wissenschaftler, Wissenschaftlerin an diese Organisation wenden können und dort Rat bekommen und Unterstützung bekommen. Aus unserer Sicht reicht das aber nicht, weil wir daneben das brauchen, was Sie auch gesagt haben. Wir brauchen auch sowas wie Strategien, kohärentes Handeln der Forschungsorganisation an sich, die unter dem Dach der Wissenschaftsfreiheit, die sie auch ein Stück weit sich selber arbeiten müssen. Da sind wir eben ein anderer Staat, nicht durchregieren, sondern auch miteinander kooperieren. Das ist ein wichtiges Element. Wir werden noch unterschiedliche Formate brauchen, entwickeln müssen zum Thema China-Kompetenz, nicht nur individuelle Beratung, sondern breiter angelegte Seminare. Da mag ich mich mit den Leuten auch umgucken, wie es andere Länder machen, was man davon noch lernen kann, die das gleiche Problem haben. Also das ist für die nächsten Monate, Jahre mit Sicherheit eines der großen Megathemen, die wir uns zusammen in der Wissenschaftscommunity beschäftigen werden. Jetzt sind wir schon in der letzten Runde gewesen, Frau Fulda. Sie hatten schon ein letztes Wort, noch eine ganz kurze Ergänzung. Ja. Ich erwähne, dass es auch an Best Practice gibt, auch schon vom DAD bei der Koordination von solchen wichtigen wissenschaftspolitischen Aktivitäten. Beim Ukraine-Angriffskrieg hat man ja gesehen, dass die Koordination auch über den DAD der Reaktion auch der Hochschulen und der Forschungseinrichtungen eine ganz, ganz wesentliche Bedeutung hatte, damit sehr zeitnah entsprechend adäquat reagiert werden konnte. Also Best Practice in der Art und Weise könnte man das natürlich dann auch für diese Herausforderung machen. Danke. Herzlichen Dank. Frau Szymanowski? Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich bin ja Teil vom DHD und von daher vielleicht zu Kiwi, was an mich herangetragen wurde von den Hochschulen, was Sie besonders schätzen und auch noch gerne verstehen sehen würden, ist tatsächlich, dass wir auch mit Kiwi den Hochschulen eine Plattform bieten, sich zu vernetzen, Best Practices auszutauschen. Denn in der Tat haben wir extrem viel Erfahrung im Umgang mit China in den Hochschulen und da tut es wirklich Not, dass wir noch besser da den Austausch unterstützen. Und auch die Sichtbarkeit, dass die Hochschulen tatsächlich nicht als die Gefahr der Kooperation mit China, sondern als die Stärke in unserer Kooperation mit China wahrgenommen werden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, also am liebsten würde ich mit Frank Kemper noch lange diskutieren. Ich finde es nämlich durchaus attraktiv, einen gewissen wirtschaftlichen Anreiz zu haben, um klimafreundlich zu denken. Und das ist in der Tat etwas, was hier in China sehr, sehr genutzt wird. Nicht immer nur mit Verboten, aber eben auch mit Anreizen. Ich glaube, da kann man viele nette Beispiele da nochmal nennen. Das heißt, ich finde dieses Wirtschaftspolitik und Klimapolitik gemeinsam denken, das ist etwas, was wir hier in China doch durchaus auch für uns noch ein bisschen lernen können und wo es auch durchaus Interesse gibt, sage ich mal, von verschiedenen deutschen Akteuren in diesem Bereich aktiver zu sein. Das ist vielleicht mein Schluss. Ich darf noch einen Satz sagen. Wir haben ja dieses Sprichwort in Deutschland, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und chinesische Germanisten haben mich mal gefragt, was ist denn eigentlich in Deutschland los? Wir sehen vor lauter Wald, vor den lauter geopolitischen Diskussionen den einzelnen Baum nicht mehr. Wir wissen gar nicht mehr, wie wir mit den deutschen Partnern reden sollen. Und das vielleicht einfach nochmal in Perspektive rücken, wenn wir mit chinesischen Kolleginnen und Kollegen reden. Die ganze Diskussion, die wir in Deutschland haben, die findet hier so nicht statt. Ja? Und von daher Mut dazu, auch kleinere Sachen einfach mal anzusprechen und nicht immer den großen Wald. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Szymanowski. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie alle, die Sie hier vorne mitdiskutiert haben, die Sie im Publikum hier im Auditorium mitdiskutiert haben und online auch per Slido. Und eigentlich möchte ich ganz gerne enden mit einer Bemerkung dort von Slido. Die Debatte ist sehr kooperationsbefürwortend. Dennoch bleibt die Frage, geht es noch mit China und wann werden rote Linien überschritten, zum Beispiel jetzt auch mit Russland? Mein Eindruck ist, das wird immer die Frage bleiben. An welcher Stelle geht es noch und wo geht es nicht mehr? Ich glaube, was ich mitnehme heute ist, das ist eine Frage, die eher auf Projektebene der einzelnen Kooperationen zu beantworten ist, dass es Situationen gibt wie mit Russland, wo man auf der Gesamtebene reagiert, aber dass es auf Bezug auf China, glaube ich, darauf ankommt, sehr genau hinzuschauen, was ist das Thema, was ist es für eine Kooperation, was haben wir als deutsche Seite davon, inwiefern profitiert umgekehrt auch die chinesische Seite in einer Art und Weise, dass es wiederum für uns gut ist. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich am Ende
wirklich auf den Einzelfall ankommen wird und wir hoffentlich nicht in eine Situation kommen werden, wo wir die Beziehung insgesamt abbrechen müssen, die wissenschaftlich, wie wir es mit China jetzt, mit Russland zum Beispiel jetzt getan haben. Also wahrscheinlich wird diese Frage, geht es noch mit China, weiter so im Raum bleiben und immer neu beantwortet werden müssen. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie hier auf der Bühne im Publikum. Und ich darf zum Schluss nochmal sagen, zur DAAD-Netzwerkkonferenz, die ja wie gesagt jetzt die nächsten zwei Wochen lang digital läuft, können Sie sich noch anmelden. Bei Slido finden Sie noch einmal den Link dazu. Ich wünsche Ihnen viele gute Gespräche, einen guten Austausch dabei, alles Gute und weiter gute Gedanken im Sinne der internationalen Wissenschaftskooperation. Herzlichen Dank.